Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading Spezial mit Oliver Najar plus Special Guest, sage ich jetzt mal. Eine kleine Überraschung. Ja, mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXFET Wertpapierhandelsbank beziehungsweise auch im Namen von CapTrader ganz herzlich zu dem heutigen Live Trading Webinar. Bevor wir hier jetzt gleich starten, pünktlich um 9 Uhr, einfach nochmal die Frage in die Runde, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie über die Chat-Funktion mir ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung soweit funktioniert. Als Bildschirm sollten Sie jetzt die CapTrader-Homepage sehen. Ja, und hören können Sie mich hoffentlich auch. Aber das scheint zu passen. Vielen Dank dafür. Ja, Live-Trading immer sehr, sehr interessant. Wir haben eine ganze Webinarreihe mit unterschiedlichen Referenten und wo wir an verschiedenen Terminen schon immer Live-Trading durchgeführt haben. Oliver Najar war ja auch vor einem halben Jahr schon am Start. Ja, wir haben zwei Termine ja gehabt in diesem Jahr zum Thema Live-Trading im Abstand von 6 Monaten und das hatten wir ja übers Jahr verteilt. Ich denke, das ist immer sehr, sehr spannend, da die unterschiedlichen Ansätze zu sehen. Kurzer Hinweis noch, Sie sehen das hier, Live-Trading, Event auf der World of Trading. Das heißt, in nächste Woche, genau ja, am Donnerstag, am 22. ist es soweit. Ja, und Deutschlands größtes Live-Trading-Event in Frankfurt im Rahmen der Pre-Conference auf der World of Trading. Da können Sie uns live erleben, beziehungsweise natürlich auch Oliver Najar. Das Programm, das sehen Sie hier. Und wenn wir mal ein bisschen runtergehen hier auf der Homepage, ja, es geht um 8 Uhr morgens schon los und um 8:40 Uhr beginnt das Live-Trading mit Thorsten Helbig, Oliver Schwab, Dirk Hilger und mit Oliver Najar. Das heißt, da ist schon die Morning-Session, wo es direkt im DAX schon zur Sache geht. Ja, können Sie live dabei sein, wenn Sie möchten und uns in Frankfurt dort an dem Event teilnehmen. Das nur ein kurzer Hinweis, ja. Informationen, wie gesagt, auf der Homepage hier von CapTrader, World of Trading, Live Trading Event, heute in einer Woche. Natürlich haben wir auf der World of Trading auch wieder den Messestand, wo Sie uns natürlich auch und das ganze CapTrader und FXFET-Team begrüßen können. Okay, ja, Olli, ich hoffe, ich schalte dich auch mal kurz das Mikrofon wieder frei bei euch. Wenn du möchtest, können wir zu dir rüberschalten und dann legen wir los. Wo machen wir das? Hört man mich? Ja, ne? Ich höre dich sehr gut. Aber Dann gut. ernenne ich dich zum Moderator und dann kannst du, wenn du soweit bist, deinen Bildschirm übertragen. So, du siehst meine Folie? Genau, PowerPoint. Gut, dann übernehme ich ab der Stelle und möchte auch von meiner Seite aus alle herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen in die Runde. CapTrader hat sozusagen das Frühstücksbuffet eröffnet. Kaffee und nicht Kaffee, sondern Schnitten und Kaffee stehen bereit. Ich fange mal an. Für den einen oder anderen, der mich jetzt nicht kennt, das ist die Stimme, die zu Ihnen spricht. Mein Name ist Oliver Najar. Ich bin selbstständiger Händler. Ich komme hier aus Düsseldorf und ja, verfolge einen diversifikativen markttechnischen Handel. Ich handle in der Regel schwerpunktmäßig Terminmärkte und Aktien, vornehmlich auf im Intraday-Handel und ja, das verteilt auf die europäischen, vor allem aber auch amerikanischen Indexe. Ich habe eine Facebook-Gruppe mal vor längerer Zeit gegründet. Da werden auch ab und an mal Trades besprochen. Das finden Sie bei Facebook unter Markttechnik, wo entsteht Bewegung. Da sind, weiß nicht, 2.500, 3.000 Menschen drin. Da werden Trades gezeigt, Ideen besprochen oder sonstiges. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie ja mal schauen und dazustoßen. Ansonsten können Sie auch mal auf meine direkte Internetseite schauen. Und sich da mal so ein bisschen informieren, was dort angeboten wird. Wie soll es werden, wie soll es sein heute? Und zwar im Kern
ging es ja jetzt hier um den Intraday-Handel beziehungsweise sozusagen ums Live-Trading. Das soll auch nicht zu kurz kommen, aber ich habe mir einfach mal gedacht, wir bauen das Ganze aus und legen den Fokus mal nicht nur auf den Einstieg und den Markt DAX und Euro, sondern ich habe mir gedacht, ich werde einen Gast einladen, der während ich sozusagen die Märkte im Hintergrund screene und eventuell bei Sinnhaftigkeit auch handle, mal ein wenig referiert, und zwar über den, ja, ich möchte sagen, emotionalen, psychologischen Teil im Trading, weil ich den für extrem wichtig halte. Ich gebe Coachings, ich mache Webinare, Seminare. Und logischerweise bekomme ich natürlich mit, was so bei den einzelnen Leuten passiert und auch abgeht und vor allem auch emotional passiert. Und ich war schon immer derjenige und bin davon überzeugt, dass Trading, ich sag mal, eine hohe emotionale Bipolarität in einem entstehen lassen kann. Das kann also einen wirklich tragend, ja, über die Wolken tragen. Das kennt jeder, wenn man mal tradet wie ein junger Gott und man meint, man passt durch keine Tür mehr, weil das Kreuz so breit ist, weil jeder Trade sitzt. Und es gibt sicherlich auch, und das kennen vor allem die meisten, die andere Seite der Medaille, wenn eben das Trading mal nicht so läuft. Und da passiert eben was, und da passiert sehr viel auf der psychologischen Ebene, und deshalb habe ich da mal jemanden eingeladen. Das ist der Martin Zart. Der Martin ist Psychologe. Er wird sich jetzt gleich aber nochmal selber vorstellen, er tradet auch selber, kennt sich da auch aus. Und das Schöne hier ist, dass ja, er gleich jetzt auch mal so ein Stück weit das Ganze aus einer fachlichen Perspektive beleuchtet, als aber auch von sich selbst berichtet, wie war es denn bei ihm sozusagen mit dem, was da so auf ihn einströmte, an ja, emotionalen Zuständen oder Gegebenheiten. Bevor wir aber mit dem Martin anfangen, worauf ich mich wirklich schon sehr, sehr freue, wollen wir dem Rechnung tragen, worum es dann auch noch im Kern ging, nämlich Live-Trading. Und deshalb schiebe ich euch mal jetzt hier einfach die Nummer als erstes rein. Unabdingbar, und so halte ich es auch, und das ändert sich jetzt auch nicht nur, weil ich jetzt hier ein Webinar habe, ist dementsprechend eine Marktvorbereitung. Ich informiere mich in der Regel immer über verschiedene Kanäle, was so in der letzten Nacht passiert ist. Das habe ich jetzt mittlerweile gemacht, beziehungsweise nur mal einen ganz kurzen Einblick mir geholt, weil es heute Morgen dann doch ein bisschen stressig war. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich für den Tag mir Märkte raussuche, dann wird mir auch die Frage gestellt, ja, wie kommst du an die Märkte, die du intraday handelst? Und wie beantwortest du dir die Frage, wo denn, ich sage mal, ein eventuelles Potenzial besteht, wo der Markt sich dann auch dementsprechend bewegt und lang machen kann. Und die Antwort liegt immer hier in dieser Ansicht. Was ihr hier seht, ist so eine Art Galerieansicht. Ich habe hier die Klassiker aufgeführt. Sind sogar hier mal CFDs, ich habe mein System neu aufgesetzt, aber das passt, das ist nicht schlimm. Fakt ist, was ihr hier seht, ist sozusagen ein Überblick über die gängigen Märkte, über die liquiden Märkte, die man so im Intraday-Handel heranziehen kann. Das ist vom DAX bis über den Eurostox, bis über den Bund Future, hin zu den Amerikanern, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Ich scroll mal langsam runter, dann seht ihr das, da sind noch mehr Märkte da unten. Das sieht jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr viel aus, ist es aber gar nicht.
Das sind vielleicht, wenn es hier hochkommt, weiß nicht, 20 Märkte maximal. Ich gehe noch mal ganz kurz runter. Das sind hier vielleicht maximal 20 oder weiß nicht, 22 Märkte. Die sind immer gleich, die ändere ich nicht. Und aus dieser, ich möchte sagen, Vogelperspektive hole ich mir, suche ich mir die Märkte raus, die das höchste Potenzial bieten, um im Intraday-Handel Akzente setzen zu können in Form von Trades. Was mache ich hier ganz genau? Ich gucke mir die einzelnen Märkte an. Das ist mittlerweile logischerweise, das ist wie beim Autofahren. Die meisten von euch setzen sich ins Auto und fahren los. Ihr denkt nicht mehr nach. Das ist hier genau so. Ich gucke die Märkte an und sehe das auf einen Blick. Das mache ich natürlich jetzt langsamer, damit ich euch mitnehmen kann. Fangen wir mal oben links an. Das ist jetzt Stand der Dinge der DAX. Schaut mal, wir haben jetzt hier so einen noch nicht wunderschönen, aber es vorhanden Abwärtstrend. Die Nummer kann sich relativ schnell drehen. Ich mache mal hier einen Stift an, zoome ich etwas rein. Also ich mache es erstmal etwas kleiner. Ihr seht, der Markt kommt generell eine Zeit lang schon runter. Okay, hier gibt es einen schönen Trend auf Tagesbasis, geht auch schön in die Knie. Jetzt holt das Ding mal ein bisschen Luft und fängt jetzt hier wieder an zu tendieren. Was sagt mir das als Händler? Ich sehe also diesen Abwärtstrend, den ich hier euch nochmal so einblende und denke mir, okay, steckt in so einem Markt Potenzial und der Markt bringt so ein bisschen was mit. Das ist jetzt nicht das Schlechteste für heute. Das tut er. Warum tut er das? Also dieses Potenzial mitbringen, weil der Markt zunächst erstmal hier zwar so eine Abwärtsnummer einblendet, die kann sich hier unten fortsetzen. Das heißt also, der Markt geht wieder in die Bewegung. Wir haben hier noch ein, zwei offene Tagestiefs. Moment, schaut mal. Ich muss mal so ein bisschen klein machen. So. Ich zoome mich jetzt mal etwas rein. Das nehme ich noch mal kurz raus. Nur damit ihr ungefähr die Systematik und Thematik nachvollziehen könnt. Schaut mal, ich blende euch jetzt hier noch die offenen Tagestiefs ein. Sprich also, wir haben hier oben das Tagestief von uns, von jetzt der jetzigen Sitzung, die gerade angefangen hat. Hier unten sind noch zwei offene Tagestiefs. Das heißt also, der Markt, das blende ich jetzt wieder aus, damit es nicht zu viel wird an Infos. Wenn der Markt jetzt hier runterkommt, diesen Trend fortsetzt, schick, alles wunderbar, dann kann er sich womöglich hier von Bewegungsarm relativ lang machen, vielleicht auch noch die Tiefs rausnehmen, das ist schick. Es könnte aber allerdings auch zu einer Drehung kommen. Wir haben auf der anderen Seite das Tageshoch von gestern, von dem Tag vor zwei Tagen, das sind alles noch offene Hochs. Wenn der Markt hier oben hochgeht, haben wir hier eine generelle Drehung. Das heißt also, in die eine oder andere Richtung kann da was passieren, das ist nicht das Schlechteste. Ähnlich hier im Spanier. Wir haben hier einen Aufwärtstrend, schaut mal, den blende ich euch ein. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Wir haben jetzt hier noch so ein paar offene Tageshoch. Da oben ist noch ein P2. Der Markt kann also sich hier in die eine oder andere Richtung lang machen. Und so nach dieser Systematik gehe ich vor. Ich gebe euch jetzt mal genau das Gegenteil. Also ein Markt, der weniger Potenzial bietet aus meiner Sicht. Das wäre zum Beispiel jetzt hier der... Wir gehen jetzt mal direkt auf den Future, nicht, weil die CFDs, das sind schicke Instrumente, aber die haben an der einen oder anderen Stelle dann den Nachteil, dass sie manchmal erst ab 9 Uhr gecountet werden. Und deshalb suchen wir uns jetzt mal ganz kurz den Dow Jones raus, kleinen Augenblick, das ist CLYN, genau. Da unten ist YM. Ich gucke mal rein. Schaut mal, es gab einen Aufwärtstrend da hoch. Das Ding ist sehr steil runtergekommen. Trendbruch. Wir sind hier marktneutral. Warum ist der Markt jetzt für mich, also nicht falsch verstehen, das Ding kann trotzdem weiter massiv runterkommen oder auch jetzt steigen. Aber jetzt momentan sind wir scharf betrachtet, aus der fachlichen Schärfe der Markttechnik, ja, trendlos. Und wir haben jetzt nach oben oder nach unten keine Möglichkeit, ich sag mal, so eine Art Trendfortsetzung hinzulegen.
Und das Einzige, was jetzt hier uns begleitet, wir haben jetzt hier vielleicht noch zwei Tiefs und zwei Hochs, aber der Markt ist jetzt eher mehr, hat jetzt nicht so das Ganze an Potenzial, was ich so täglich suche. Und wenn ich mir so die Märkte durchschaue, das mache ich dann immer morgens, das geht dann immer, wie gesagt, ganz flotti karotti, dann picke ich mir hier so drei, vier Märkte raus und lege mir die auf die anderen Monitore. Meistens ist es so, dass innerhalb dieser ganzen Märkte, wie gesagt, das sind jetzt hier 20 oder 22 Stück, gibt es sowieso nicht so viele Märkte, die jetzt hier sich alle melden, nach dem Motto, komm, handel mich. Ja, das sind maximal 4, 5 Stück, wenn überhaupt. Und das sind dann auch die Märkte, die ich mir dann, wie gesagt, auf den einzelnen Monitor jeweils lege und diese dann, ja, ich möchte sagen, begleite und ja, ich sage jetzt mal, beobachte und gehe dann intraday, so logischerweise auf kleinere Zeiteinheiten, um dieses Potenzial, was ich gerade zum Beispiel beim DAX angesprochen habe, dann auf kleineren Zeiteinheiten zu nutzen und dementsprechend intraday dann zu handeln. Ich will also so ein markttechnisches Setup haben, eine Großwetterlage, eine Signallage, die soll sich sinnvoll einbetten und dann möglichst sich lang machen, indem sie sozusagen durch das eine oder andere Hoch oder Tief durchgespült wird. Genau. Das werde ich jetzt gleich auch nochmal so im Hintergrund machen, werde mal so den einen oder anderen Markt dann raussuchen. Jetzt gerade sehe ich nicht so sehr viel. Gestern ist hier Natural Gas, schaut mal hier. Das Ding hat so einen Lift-Off hingelegt. Irgendwie, das ist so durch die Decke gegangen. Das kommt selten vor. Ich glaube, wir sind gestern über 20% im Top gewesen. Das Ding steht natürlich irre weit in der Bewegung von so einer, also für den Intraday-Handel wird das jetzt ein bisschen knusprig, möchte ich sagen. Da jetzt noch irgendwie einen Trade zu suchen. Aber das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Das Ding ist gestern also richtig steil gegangen. Kommt auch nicht so häufig vor. Da gab es auch eine Drehung an den, ich glaube, an den Terminkurven. Da müsste man mal reingucken. Sehr interessant. Genau. Hier Kupfer, schauen wir mal eben ganz kurz durch. Das Ding ist im Zickzackmarkt. Das ist kein sauber tendierender Markt. Das sieht man schon, das sieht nicht schön aus, das sieht nicht ästhetisch aus. Ich möchte sauber tendierende Märkte haben, das ist alles andere. Das hier ist ein zum Beispiel sauber tendierender Markt. Oder das hier ist ein sauber tendierender Markt. Kommen wir gleich zu, das ist Öl. Aber das hier ist einfach grottenhässlich. Das hat nicht verdient, angeschaut zu werden. Und so ist der Markt raus. Was hässlich ist, kann ja noch schön werden. Das ist wie in der Pubertät. Die Nummer hier kann sich ja mal zu einem sauberen Trend entwickeln und dann habe ich das Ding hier eventuell wieder auf dem Schirm. Den anderen kann man auch mal rausnehmen, nützt nichts. Aber jetzt gerade wäre ich nicht bereit, in dem Markt Risiko zu nehmen. Der hier steht soweit in der Bewegung. Die Nummer hier zum Beispiel, das ist Öl, das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben. Öl ist seit ja, mehreren, mittlerweile 2, 3, 4 Wochen schon stark downside. Abwärts gerichtet, ist ein Markt, den ich sehr viel handel, Öl, vor allem auch Intraday. Das läuft oftmals wie geschmiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Markt heute, schauen wir mal, Abwärtstrend, der ist gegeben, Tagesbasis. Was hinterlässt uns der Markt? Auch sehr interessant. Hier kommen jetzt wieder die Dinge zusammen, die ich gerade schon erwähnt habe. Der geht runter, korrigiert jetzt so ein bisschen und auf dem Weg nach oben in die Korrektur hinterlässt er uns. Schaut mal hier. Na. Hier will er es nicht. Hinterlässt uns hier noch dementsprechend zwei Möglichkeiten, zwei offene Tagestiefs, die Nummer noch von heute. Wenn sich jetzt hier untergeordnet unser Setup bildet, dann werden wir im Grunde genommen, also das würde sich dann hier abspielen, um eine Möglichkeit uns hier durchspülen zu lassen. So, das mache ich mal eben ganz kurz weg.
Ich halte es immer sehr clean, damit der ein oder andere nicht zu overload ist mit irgendwelchen Informationen. Deshalb lösche ich das immer alles raus. Das wäre ein Markt, da könnte man mal dementsprechend einen Alarm hinpacken. So mache ich das auch, so dass, wenn der Markt dementsprechend sich jetzt in die Südrichtung bewegt, dann geht hier ein Alarm auf. Und dann bin ich direkt Gewehr bei Fuß. Den Markt lege ich mir auch auf einen meiner Monitore und dann sehe ich das ja auch. Die nächste Nummer hier, das dürfte auch noch ein Abwärtstrend sein. Diese Geschichte hier bettet sich auch in eine Gesamtlogik ein. Das macht also Sinn, der Gesamtmarkt, die Gesamtmarktdynamik ist Downside. Der FTSE 100 jetzt in dem Fall als CFD passt. Da ist sozusagen das ganz große Bild, das ist etwas kleinere Bild, ist jetzt auch nicht schlecht. Der Markt läuft gerade hoch in eine Korrektur. Ist schon mal so ein bisschen Fleisch am Knochen, ist aber auch nicht das, was ich jetzt unbedingt für den Intraday-Handel brauche. Da muss halt noch mehr sein. Ich gehe mal weiter. Wie gesagt, oben hier der Dow Jones, da ist jetzt nicht so viel Potenzial vorhanden. Ich kann mir gut vorstellen, dass er generell jetzt mal so ein bisschen Luft holt. Wir sind jetzt hier in 2, 3, 4 Tagen auch noch mal gute 400-500 Punkte runtergekommen oder sogar noch mehr, sehe ich gerade. Weit über 1000 knapp. Okay, Moment. 26,2 auf 25, das ist ordentlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt erstmal tief Luft holt und sich dann entscheidet, machen wir weiter im Sinne eines Trendes nach oben oder, wenn er hier oben steht, machen wir weiter im Sinne eines Trendes nach unten. Hier unten der Schweizer Franken zum US-Dollar 6S, blende es euch ein, Abwärtstrend. Hier hat er den Abwärtstrend wieder aufgemacht, das Ding geht wieder hoch in die Korrektur. Für den Intraday-Handel weiß ich jetzt schon noch nicht, ich mache es mal etwas höher, klein und weg, damit ihr auch alle schon was seht. Ups. So. Für den Intraday-Handel wird das jetzt nicht so die Nummer werden, weil wir gehen jetzt gerade noch hoch in diese Korrektur hier rein. Hier brauchen wir erstmal auch untergeordnete Drehung, dass wir wieder Richtung Süden laufen. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Da macht das. Ich zoome uns jetzt mal etwas tiefer rein, weil ich weiß, die Ansicht ist bei dem einen oder anderen etwas kleiner. Das liegt hier in dieser Galerie, das ist dieser Galerie geschuldet. Ich finde die sehr schick, aber ich möchte natürlich auch, dass ihr das seht. Schaut mal hier. Zack, das sind die offenen Tagestiefs. Das ist ganz interessant. Wenn ihr Markt jetzt hier weiter hoch geht und dann hier irgendwann die Drehung hinterlässt, dann kann das hier sicherlich was auf der Südseite werden. Ähnlich wie im 6J, japanischer Yen zum US-Dollar, Abwärtstrend auf Tagesbasis, nicht schlecht, weil der uns hier noch viel mehr von dem hinterlässt, was wir uns eigentlich suchen, nämlich Potenzial. Und da ist dieses Potenzial, auch hier zoome ich mich mal rein, schaut mal 1, 2, 3, 4, also 3 Tagestief, davon ist einer sogar ein P2 und dann haben wir hier die, nein, das wollte ich euch nicht zeigen, diese Nummer hier ist ganz interessant. Das heißt also, wir haben zwar Märkte, die so allmählich was aufbauen, aber ihr merkt schon, es ist nicht so, dass ich jetzt hier jeden Tag hundertprozentig Märkte vorfinde, die so diesem Filterkriterium entsprechen. Es kann also auch mal sein, dass Märkte irgendwie wahnsinnig weit in der Bewegung stehen oder in der Korrektur, aber noch nicht so in diesen eigentlichen Bewegungsarm eingetaucht sind. Und dann heißt es eben Füße stillhalten. Und ich gucke jetzt gleich nochmal etwas intensiver nach, während ich gleich dem Marten übergebe. Sollte sich was ergeben, würde ich mich dann nochmal dazwischen quetschen und auf den Markt hinweisen oder auch vielleicht sogar auf den Trade, den ich dann mache. Aber sollte es nichts geben und jetzt gerade sieht es so aus, als ob ich nicht sofort was zum Traden hätte. Deshalb habe ich mir nämlich auch den Martin eingeladen, dem ich jetzt gerne sozusagen das Wort übergeben würde. Der kann dann mal so anfangen,
ein wenig zu referieren. Und ja, dann kann ich mich ja, wie gesagt, im Hintergrund mal dem einen oder anderen Markt zuwenden und mal schauen, ob ich nicht doch noch einen Trade finde. Martin, hörst du uns? Einen Augenblick. Müssen wir mal schauen, dass wir hier den Marken finden. So, jetzt höre ich euch. Wunderbar. Und ihr mich auch. Genau, ich übergebe mal an dich jetzt. Ja. Ich jetzt mal zum Organisator. Und wie gesagt, ich würde mich dann gleich nochmal melden, wenn irgendwas ist. Grätsch du dazwischen. Genau, dann grätsch ich dazwischen. Und kann ja auch mal vielleicht einer im Hintergrund auf die eine oder andere Frage dann in der Zwischenzeit schon mal eingehen. Gut, ich sehe deine Folie. Sehr gut. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, der Olli hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, gemeinsam mit ihm ein Webinar für CapTrader zu gestalten. Das Thema sollte irgendwas Psychologie und Geld, Psychologie und Börse sein. Und ich habe mir dann überlegt, wir nennen das ganze Kind Psychologie, psychologische Einflüsse auf Handelsentscheidungen. Und ja, dazu möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, zum Thema heute. Erstmal werde ich mich ein bisschen vorstellen, wie Olli überhaupt auf die Idee kommt, dass ich etwas über psychologische Einflüsse auf Handelsentscheidungen erzählen kann. Ja, anschließend komme ich auf das Thema Psychologie. Ich werde knapp erläutern, was Psychologie ist und darauf eingehen, warum sie beim Handeln vielleicht eine wesentliche Rolle spielen könnte und auch konkret ein paar Theorien in dem Bereich vorstellen. Ja, Olli hatte gesagt, der Schwerpunkt sollte irgendwie auf den Emotionen liegen. Ich habe versucht, da ein bisschen was rauszuarbeiten und am Ende, ich habe es jetzt meinen Fahrplan zum Erfolg genannt, werde ich so ein paar Punkte sagen, die ich für essentiell halte, um erfolgreich zu werden. Ja, zu mir, ich, wie gesagt, bin Martin Zart, ich habe Psychologie studiert, bin mit dem Bachelor fertig und studiere aktuell noch im letzten Jahr des Master und habe jetzt mit meiner Masterarbeit angefangen mit dem Thema Emotionsregulation im spekulativen Börsenhandel. Und werde dazu auch bald eine Erhebung machen, die Olli auch in seiner Gruppe teilt und würde mich dann natürlich über zahlreiche Teilnehmer freuen. Und ja, während meiner bisherigen Ausbildung habe ich schon auch Weiterbildung gemacht, bin unter anderem von der Hochschule Osnabrück zertifizierte, habe eine Weiterbildung in therapeutischer Gesprächsführung gemacht und einen Grundkurs in NLP. Und zu Beginn des Studiums habe ich mich von Haupt- oder von beruflichen Händlern ausbilden lassen im spekulativen Börsenhandel, bin also seit ungefähr 5 Jahren jetzt auch im Handel aktiv. An unserer Hochschule bin ich Vorstandsvorsitzender des Investmentvereins, bin da auch Referent, genauso wie für unseren Dachverband. Und ich habe jetzt angefangen mit einer eigenen Homepage unter martinzart.de, wo ich etwas zu Psychologie und Börse schreibe. Die Seite befindet sich aber aktuell noch im Aufbau und wird jetzt in der nächsten Zeit auch online gehen. Ja, wenn ich neue Leute kennenlerne und immer sage, dass ich Psychologie studiere, ist die erste Antwort immer, die ich höre, oder eine der ersten, analysierst du mich jetzt? Oder ist eine Frage. Oder dass wir halt alle selber einen Vogel haben. Vielleicht mag da irgendwie auch was dran sein. Aber die Psychologie ist weitaus mehr als das. Eine Definition, die ist zwar von Wikipedia, aber ich finde die gar nicht schlecht ist. Die Psychologie ist eine empirische Wissenschaft. Ihr Ziel ist es, menschliches Erleben und Verhalten, deren Entwicklung im Laufe des Lebens, sowie alle dafür maßgeblichen inneren und äußeren Ursachen oder Bedingungen zu beschreiben und zu erklären. Es handelt sich also um eine Wissenschaft, die auf Daten und Erhebungen beruht und nicht auf einfachen Überlegungen oder unserem Bauchgefühl. Ja, und alles, was wir Menschen tun, ist unser Verhalten. Also auch Traden, wenn wir uns da engagieren, ist halt auch unser Verhalten. Und das, was wir dabei erleben, unser Inneres, spielt auch eine Rolle.
Das wäre unsere Wahrnehmung, unser Fühlen, unser Denken und auch unsere Erinnerung. Und ja, warum im Handel, könnte man jetzt natürlich die Frage stellen. Ja, wie gesagt, da handeln, tun wir auch was. Und eine Befragung von Berufshändlern zeigte, dass diese davon ausgehen, dass ca. 80% des Handelns von psychologischen Einflüssen bestimmt wird. Und dabei spielen natürlich die Emotionen ganz besonders eine Rolle. Und ja, ich kenne ja beide Seiten. Ich habe inzwischen Psychologie schon länger studiert und handel seit 5 Jahren. Und ich würde es auch so unterschreiben, dass gerade die Emotionen wirklich wesentlich sind. Ja, einige mögen dann vielleicht sagen, dass man das Ganze auch automatisieren kann, den Handeln, und die Emotionen damit außen vor lässt. Aber auch die Handelsstrategien werden ja von uns Menschen irgendwie programmiert oder entwickelt. Und was macht man denn, ja, wenn eine Handelsstrategie, die im Backtest 5-mal hintereinander einen Drawdown hat und nicht mehr, plötzlich 6 oder 7-mal ausgestoppt wurde, lässt man die Strategie trotzdem weiterlaufen oder nicht? Und auch da spielen dann natürlich unsere eigenen Emotionen eine wesentliche Rolle. Ja, außerdem spielt die Erwartungshaltung von vielen, gerade privaten Händlern, eine wesentliche Rolle. Private Händler, so war ich am Anfang auch, wollen möglichst schnelle, sichere und große Gewinne machen. Und ja, die Mehrzahl von Händlern macht aber Verluste. Wenn man sich die Seiten von verschiedenen Brokern anguckt, die müssen inzwischen nach der MiFID 2 ja teilweise angeben, wie viele der privaten Händler Verluste machen, sind das immer so um die 80%. Und ja, professionelle Händler hingegen sehen das Handeln eher als Geschäft und das hauptsächlich vom Risiko bestimmt ist und versuchen, das Risiko dann sinnvoll zu managen. So. Und wenn man jetzt ja, in Börsenforen mal stöbert, dann liest man oft das Thema Börsenpsychologie. Ich würde sagen, dass es das so als einzelnen Begriff nicht gibt, oder die Börsenpsychologie gibt es ja so eigentlich gar nicht, da ja auch die empirische Forschung in dem Bereich noch sehr gering ist und wir das auch so als Schwerpunkt nicht studieren können. Man könnte zwar sagen, es gibt die Behavioral Finance, aber die ist primär von ja, Ökonomen besetzt. Also wie ich das sehe, spielen verschiedene Fachbereiche der Psychologie auf unsere Handelsentscheidung eine wesentliche Rolle. Wenn wir jetzt die Verhaltensweisen von uns Menschen im Handel anschauen möchten, wäre das die differenzielle bzw. Persönlichkeitspsychologie. Die beschäftigt sich damit, wie es der Name ja schon irgendwie vermuten lässt, mit den Unterschieden zwischen uns Personen und Menschen. Also welche Eigenschaften wir haben. Es gibt da ein Modell, das 5-Faktoren-Modell, nachdem es 5 Hauptdimensionen der Persönlichkeit gibt, die bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Es wäre sowas wie die Offenheit für neue Erfahrungen oder die Gewissenhaftigkeit. Dann wie extravertiert wir sind, also auf andere Menschen zugehen, die Verträglichkeit, wie wir mit anderen umgehen und auch Neurotizismus. Und je nachdem, wie stark diese Persönlichkeitseigenschaften bei uns ausgeprägt sind, kann es sein, dass die eher förderlich für einen profitablen Handel sind oder vielleicht nicht so förderlich. Zum Beispiel gehört zu dem Bereich Neurotizismus auch die Reizbarkeit oder die Impulsivität, die für gerade kurzfristigen Handel vielleicht nicht so gut geeignet ist. Dann der nächste Teil wäre sozusagen die Sozialpsychologie. Die beschäftigt sich damit, wie wir Menschen uns verhalten, wenn andere Menschen tatsächlich anwesend sind oder wir uns das vorstellen, dass andere Menschen anwesend sind. Früher im PIT-Handel, der ja so langsam ausstirbt, waren andere Menschen tatsächlich anwesend und die Händler mussten sich überlegen, wie die anderen agieren und sich darauf einstellen und konnten das auch wahrnehmen, die Lautstärke in dem Handel und wir sehen, wie die agieren. Und auch heute, wenn wir vor unserem Computer sitzen und handeln möchten, sollten wir immer überlegen, was denn die anderen Marktteilnehmer machen. Gerade im Trendhandel ist es auf der Long-Seite zum Beispiel wichtig zu überlegen, wer kauft denn nach uns, und auf der Short-Seite, ja, wer verkauft denn nach uns. Da wir immer auf mehr Bewegung ja, spekulieren sozusagen. Und dann gibt es noch den Bereich der Allgemeinpsychologie, den ich für die Erklärung von Verhaltensweisen wesentlich finde.
Die setzt sich, wie es ja auch da der Name vermuten lässt, damit auseinander, was denn alle Menschen gemeinsam haben. Hier wären Themen sowas, wie lernen wir denn effektiv, wie erwerben wir Wissen, verarbeiten und speichern das ganze Wissen, dann welche Emotionen gibt es, was sind Auslöser für Emotionen, wie reagieren wir darauf, dann sowas, was motiviert uns an der Börse aktiv zu werden, also Motivation, welche Anreize gibt es und auch welche Motive stecken dahinter und die Wahrnehmung, welche Filterprozesse spielen bei uns eine Rolle, was nehmen wir wahr, vielleicht auch unbewusst und bewusst und worauf fällt unsere Aufmerksamkeit im Handel. Fragen aus den verschiedenen Fachbereichen, die für den Handel bedeutsam sind, wären dann aus der differenziellen Psychologie. Gibt es eine Dimension der Persönlichkeit, die für den Börsenhandel besonders förderlich ist, oder gibt es auch eine Ausprägung, die einem profitablen Handel vielleicht im Weg steht? Da hat sich ja bereits die Persönlichkeitsausprägung des Neurotizismus genannt. Und eine Frage aus dem Bereich der Sozialpsychologie wäre, wie beeinflussen andere, anwesend oder auch nur vorgestellte Menschen unsere Handelsentscheidungen? Sprich, im Trendhandel wäre das, was machen denn die anderen Marktteilnehmer, wie beeinflussen die unsere Entscheidungen, wer kauft nach uns, beziehungsweise wer kauft nach uns? Und Fragen der allgemeinen Psychologie wären halt, wie beeinflussen unsere Emotionen, unsere Handelsentscheidung, wenn wir traurig, wütend oder auch fröhlich sind, was motiviert uns zu handeln, warum sitzen wir überhaupt den ganzen Tag vor dem Computer, wie können wir effektiv lernen, unser Handeln zu verbessern oder wie treffen wir auch Entscheidungen. Ja, dann komme ich jetzt auch schon zu den ersten. Da würde ich ganz kurz gerne einmal auf die Folie zurückgehen. Da stellt sich die Frage, ja genau, wie können wir effektiv lernen und unser Verhalten verbessern? Das würde ich gerne aufgreifen. Ja. Wie können wir das denn tun? Zum Beispiel? Primär durch Selbstbeobachtung, dass wir dokumentieren unsere Handelsentscheidungen und dann auch die ganze Dokumentation wieder durcharbeiten, zu gucken, welcher Ansatz war gut, wie haben wir uns dabei gefühlt, dass wir nur in den ähnlichen Situationen handeln oder auch gucken, wenn wir einen schlechten Tag haben, was war denn ausschlaggebend an diesem Tag oder wie haben wir uns da gefühlt, welche Handelssetups haben wir genutzt. Ja, es ist so, dass genau darauf wollte ich hinaus. Es gibt da so ein Thema, also derjenige, der sich Börse sozusagen beibringen möchte oder lernen möchte, der wird früher oder später mit dem Thema konfrontiert, doch mal sein Handeln zu dokumentieren, sprich also die Dokumentation so eine Art Handelstagebuch zu schreiben. Und das ist sicherlich ein Thema, das ist nicht ganz so spannend, aber hier wollte ich mal ganz kurz irgendwie die Lupe draufhalten, weil ich halte die Dokumentation, auch wenn sie nicht unbedingt einem saftigen Steak, sondern eher mit einem trockenen Müsli gleicht, für ein extrem wichtiges Instrumentarium, um eben auf sich selbst zu reagieren. Also wenn ich mich dementsprechend gewissenhaft, man müsste jetzt noch beleuchten, was gehört alles in die Dokumentation da rein. Man kann sich auch tot dokumentieren. Also es gibt Leute, die schreiben dann ganzen Harry Potter-Roman rein und lesen sie sich nicht mehr durch und werden dann anschließend auch nicht mehr darauf reagieren. Aber wenn man weiß, wie man sich vernünftig dokumentiert und vor allem auch evaluiert, dann ist die Dokumentation aus meiner Sicht der erste Step in die Profitabilität. Weil hier wollte ich ganz kurz noch sagen, in so einer Dokumentation habe ich die Möglichkeit, auf mich selbst zu reagieren, indem ich gemachte Erfahrung konserviere, festhalte und diese Erfahrung, und darum geht es, mit in den nächsten Trade nehme, dort wieder meine Erfahrung mache, mich dementsprechend, wie gesagt, Dokumentation, kann man jetzt hier nicht komplett abfrühstücken, das Thema, aber auch wie man sich selbst überprüfen kann, ob das, was man macht, richtig ist, also dieses Evaluieren, aber die meisten Leute, die
Das ist ähnlich mit dem Geldmanagement. Die sagen, ja, ich kenne mich mit Geldmanagement aus, man nimmt nur wenig, so ein Prozent, oder ich weiß auch, dass die Dokumentation wichtig ist, aber letztendlich kommt dann da nichts. Irgendwie. Und das will ich einfach nur mal ganz kurz in die Runde reinschmeißen, dass die Dokumentation eines der Kernkriterien ist, um gerade im privaten Bereich sich zu verbessern, effektiv zu verbessern und seine Performance auch da anzuschieben, indem man eben die Trades, die man macht, konserviert, die Erfahrungen, die man dadurch rauszieht, mitnimmt in den nächsten Trade und so über Screening Time von Trade zu Trade Fachmann wird. Ja? Das wollte ich nur mal ganz kurz. Ja, würde ich so unterschreiben. Ich habe das bei mir selber gemerkt. Ich war damit am Anfang auch sehr laissez-faire, würde ich jetzt sagen, und habe dann irgendwann angefangen, eine simple Excel-Tabelle zu nutzen, habe da meine Trades eingetragen, das Setup, habe mich einfach Abkürzungen genutzt, habe dann geguckt, wie meine Kapitalkurve, ich habe da so eine Kurve gemacht, habe dann zwei, drei Sätze nur zu meinen Emotionen im Prinzip auch dazu geschrieben und habe gemerkt, dass es dadurch doch schon ja, wesentlich besser wurde, mein Handeln. Und es muss ja gar nicht viel sein, wie du dir selber sagst, Olli, es muss kein Harry-Potter-Roman sein, da reicht eine einfache Excel-Tabelle, wo man ein paar Daten einträgt, vielleicht zwei, drei Wörter nur zu den Rahmenbedingungen, und auch das hilft meistens schon. Richtig. Wichtig bei so einer Dokumentation ist, ich sage mal, Männer neigen ja so dazu, Emotionen gerne mal auszublenden. Nun wissen wir alle, dass das nicht so ist. Wir können beim Handeln diese Emotionen nicht ausblenden. Die meisten gehen für ihr Geld arbeiten, und in dem Moment, wo man Risiko nimmt, ist man emotional beteiligt. Korrekt, die, ja. Und auch das möchte ich so mitgeben, was hat man selber in der Hand? In der Hand hat man, wie sehr hat die laufende Position, ich sag mal, Einfluss auf mich. Ja? Habe ich eine Positionsgröße, das steuert man wieder bei Geldmanagement oder Positionsgrößenmanagement, habe ich eine Position an der Hand aufgebaut, jetzt gerade im Markt, die mich, ich möchte sagen, differenziert, sachlich und objektiv den Trade und den Markt, ich sag jetzt mal, begleiten lässt? Oder habe ich eine Position aufgebaut, wo ich eben nicht mehr objektiv bin, sondern das Ganze subjektiv erlebe? Das heißt also, der Markt geht rauf oder runter, ein paar Ticks, es ist eigentlich gar nichts passiert, die Positionsgröße ist aber so groß, dass ich da emotional von meinem Rechner mit einem, weiß ich nicht, Nervenkostüm hin und her rutsche, das macht ja keinen Sinn, ja, irgendwie. Und wenn man keinen ruhigen, sachlichen, differenzierten Handel auf die Beine stellt. Und genau hier ist die Dokumentation einfach so wichtig. Wenn ich also reinschreibe, ich habe drei, vier Mal dem Nervenzusammenbruch nahe, ich überspitze das jetzt, vom Rechner gesessen. Und ich schreibe da rein, das lag daran, dass ich einfach zu viel Position genommen habe. Ich habe also die Tür zu Hollywood und Co. aufgemacht, Action, Thrill und Kino, durch die Positionsgröße. Dann kann ich, wenn ich mich sauber dokumentiere, darauf reagieren und sagen, okay, pass auf, dann greife ich mal nicht so fett oder tief ins Konto rein, ich nehme weniger und bin dann auch in der Lage, diese Emotionen vor der Tür zu lassen. Ich lasse die Tür zu. Ich bin in der Lage, den Trade objektiv zu bewerten und eben nicht subjektiv zu erleben. Und die meisten Leute, die, weil es eben Arbeit ist, da machen wir uns nichts vor, so eine Dokumentation, wenn man so eine komplette Trade-Serie wohlgemerkt dokumentieren muss, dann ist das Arbeit, auch mit dem Herleiten. Man muss auch Bilder machen, Screenshots etc. Und die meisten dokumentieren sich nicht. Oder man fängt zumindest demotiviert an und dann schläft das so ein. Dann wird die Dokumentation meistens so löchrig wie so ein Schweizer Käse. Und bitte? Dokumentation alleine reicht halt nicht. Man muss nicht nur dokumentieren, man sollte sich dann auch einmal im Monat mindestens, vielleicht auch alle zwei Wochen oder jedes Wochenende hinsetzen, einmal durchgucken, was man denn aufgeschrieben hat, und vielleicht auch nochmal den Chart dazu holen und zu gucken, wie sich der Trade weiter verhalten hätte, wenn man drin geblieben wäre, und zu gucken, ob das denn alles so sinnvoll war. Alleine die Doku reicht halt nicht. Vollkommen richtig, das meinte ich auch, aber wenn man dann einmal einen Harry Potter Roman da reinschreibt und dann nicht mehr, auch nicht nochmal. Ja, genau, das meine ich, ja, irgendwie. Nun, wozu neigen aber die meisten, vor allem jetzt wieder Männer, und ich darf das sagen, weil ich ja selber einer bin,
die Dokumentation macht natürlich nur Sinn, wenn da mehr drin steht als so die übliche Männerpostkarte aus dem Urlaub. Ja, Wetter schön, Essen gut, irgendwie tschüss, wir sehen uns. Da bringt natürlich auch keine Dokumentation was. Also es muss da der Mittelweg gefunden werden. Und das ist aus meiner Sicht, und das weiß ich einfach auch, das sehe ich auch immer wieder hier so im Nachklang, umso besser die Leute sich dokumentieren, generell. Olli, ganz kurz, wenn ich da noch, möchte ich gerne was ergänzen. Also ich finde, es gibt ja genug Möglichkeiten, so Trading-Tagebücher zu führen oder beispielsweise Agena Trader, den du ja auch nutzt, da kann man ja auch Trading-Journal oder irgendwas anfertigen lassen. Da wird ganz klar dokumentiert, wie groß die Positionsgröße war, wie der Einstieg war, ob der jetzt mit dem Indikator war oder ohne oder diskretionär. Das ist ja alles super, aber das Wichtige finde ich, und das ist auch das, was Herr Martin gesagt hat, dass man halt auch die Emotionen mit notiert, ne? Und da dann halt auch vielleicht bei Fehltrades oder auch bei guten Trades halt auch dazu schreibt, wie man sich gefühlt hat oder warum man vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Und ich denke, das wird im normalen Trading-Journal sonst nicht ersichtlich, ne? Und ja, das finde ich sehr wichtig. Das ist richtig. Du hast das gerade treffend formuliert. Der AT zum Beispiel jetzt, der Agena Trader, der hält, ich sage jetzt mal so, die Rahmenbedingungen fest. Der ist so eine Art Trading Butler, der dokumentiert im Grunde genommen, welcher Markt, welche Richtung, Long, Short oder sonstiges. Ja, also das muss man alles gar nicht mehr ausfüllen. Das macht er schon automatisch. Der macht sogar Screenshots etc. Nur was er nicht macht, kann er logischerweise auch nicht. Und es gibt aber dieses Feld innerhalb des ATs im Trading Journal, dieses Kommentarfeld ausfüllen. Und da muss man eben irgendwie so, ich sage jetzt mal, ich formuliere das während der Coachings immer so, die den Mut haben, die Hosen vor sich selbst runterzulassen und in dieses Gespräch mit sich selbst zu gehen. Ja, was war gut, was war weniger gut an dem Trade, beziehungsweise an dieser Trade-Serie. Es geht ja nie um den einzelnen Trade, es geht immer um die komplette Serie, die abgefeuert wird innerhalb einer Großwetterlage. Und wie sehr halte ich da mal die Taschenlampe auf mich und auf mein emotionales Kleidchen, war ich in der Lage, den Wiedereinstieg zu machen? Wenn ja, gut. Wenn nein, warum nicht? Und da muss da reingeschrieben werden, warum nicht? Wenn da drin steht, ja, ich kalte Finger bekommen, weil ich habe schon zweimal eins auf die Nase gekriegt. Ich habe mich den dritten Trade nicht getraut. Dann muss man fragen, ja, warum traust du dich den dritten Trade nicht? Weil der aber fachlich erforderlich ist. Also wenn der gefordert wird vom Markt und du diesen dritten Trade nicht machst, dann ist das fachlich für die Tonne und dann hättest du dir die ersten beiden Trades auch sparen können und auch vor allem auch das Minus sparen können. Und so wächst halt, ich sage jetzt mal, das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel gewesen, eine Dokumentation. Und ob man das, ich habe mich früher mit einer Kladde dokumentiert, also ich habe das so ganz oldschool gemacht, also zumindest musste ich das damals machen, so wird mir das aufgetragen. Da gab es auch noch den AT nicht, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Später habe ich mich dann irgendwie mit der Excel und sowas dokumentiert, aber ich kenne das noch richtig so mit handschriftlich Trades ausdrucken und sowas alles. Es ist, und das ist eines der tragenden Säulen insgesamt, und es ist egal, ob man jetzt hier einen markttechnisch orientierten Ansatz macht, vielleicht so ein bisschen mit Volumen-Profiling oder Order-Flow angehaucht oder, was weiß ich, nach Mondphasen tradet oder sonstige Dinge macht, Emotionen begleiten einfach einen. Und die meisten Leute begehen den Fehler, sie kommen sozusagen an den Handel ran, sie kennen diese Verluste nicht. Wenn es jetzt richtig schlecht läuft, dann machen sie auch noch Gewinn. Das baut sie ja noch weiter auf, weil das brauche ich Fachwissen, das brauche ich Geldmanagement, läuft ja. Und dann ist der erste Schritt sozusagen gemacht ins Verderben aus meiner Sicht. Wenn derjenige Glück hat, am Anfang macht er Verluste, so meine ich das ernst, ja, irgendwie, aber die meisten haben dann meistens noch so einen Lucky Punch und machen auch noch Gewinn. Und dann stellt sich eben nicht die Frage nach Geldmanagement, nach Positionsgrößenberechnung, Dokumentation, diese ganzen Themen, die, wie gesagt, weniger Fleisch am Knochen haben, ein bisschen trockener sind, aber es ist eben eines der, ja, der Kernthemen, um effektiv sein Handeln zu verbessern, um sich zu verbessern, um halt Fachmann zu werden. Gut, ich wollte gar nicht so lange reingrätschen, Martin, ich wollte es nur mal kurz sagen, aber wir sehen, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Das war ja generell auch der Kerngedanke, mal hier das Live-Trading ein bisschen dafür zu nutzen, so ein bisschen die Gedanken oder so mal den Blick auf sich selbst auch zu richten und
Das ist Emotion. Alles gut. Wunderbar. Dann übergebe ich wieder an dich. Ja, danke. So, dann mache ich weiter und komme auf verschiedene bereits erarbeitete Theorien oder Ideen, wie unsere Psyche unser Handeln beeinflusst. Müssen nicht alle direkt aufs kurzfristige Trading beziehen. Es kann auch eher in die Richtung Investment gehen oder Fundamentalanalyse. Aber generell, ja, ein paar Theorien stelle ich vor. Ja, beginnt mit dem Halo-Effekt. Uns Menschen beruhigt es immer, wenn wir wissen, was in der Welt passiert und das Kommende sozusagen berechenbar ist. Und ja, daher schließen wir gerne von vorhandenem Wissen, was wir so über den Tag erleben, auf nicht vorhandene Informationen, also was so kommen kann. Und auch gerne schreiben wir Personen unbekannte Eigenschaften zu, basierend auf den bekannten Eigenschaften, die wir so haben. Und das Gleiche gilt auch von Personen auf Objekte. Theoretisch ja, warum sonst werden denn Prominente in Werbung eingesetzt? Man sieht es, George Clooney macht Werbung für Kaffee. Oder es wird gerne mit Dr. Best geworben. Ein Doktor wirkt erstmal seriös und demnach, ja, und gebildet sozusagen und muss demnach ja gute Produkte verkaufen. Und ja, bei Anlageentscheidungen kann das natürlich dasselbe sein. Eine Empfehlung von einem Freund wirkt vielleicht attraktiver als von jemandem Fremdes. Vielleicht wirkt eine Empfehlung von Olli für mich attraktiver als von jemandem, den ich nicht so gerne mag. Und das findet auch im professionellen Handel statt. Im Buch Der entspannte Weg zum Reichtum von Susan Leverman. Irgendwelche Geräusche sind da im Hintergrund. Jetzt besser. Ja, bei Anlageentscheidungen kann dasselbe passieren. In dem Buch Der entspannte Weg zum Reichtum von Susan Leverman, die Fondsmanagerin war, hat sie von einem Kollegen erzählt, der Aktien eines Autoherstellers gekauft hat und darin investiert hat, weil ihm im Prinzip das Auto gut gefiel. Er hatte also von den positiven Erfahrungen mit diesem Auto oder mit der Marke darauf geschlossen, dass das ganze Unternehmen natürlich sehr gut sein muss. Ein Freund von mir, der Chemie studiert, vermutet auch, dass er besser Chemieunternehmen analysieren kann, also seine Erfahrungen aus dem Studium auf Investments übertragen kann. Und eine andere Freundin, die gerne Computer spielt, vermutet, dass sie aufgrund der Erfahrung ihrer Computerspiele auch da das Ganze besser einschätzen kann. Um damit umzugehen, gibt es auch Ideen oder Lösungen. Wir sollten immer unser Ursprung, unsere Handelsidee dokumentieren in unserem Handelsjournal und schauen, ob sie, also diese Handelsidee zu unserem Regelwerk passt. Und auch die Beziehung, wie wir zu unserer Quelle stehen, kann dabei eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn wir die Beziehung positiv ist und die Quelle gerne mögen, können wir nach Gegenargumenten suchen. Also wenn Olli mir einen Tipp gibt, könnte ich danach suchen, was vielleicht auch dagegen spricht. Und bei einer negativen Beziehung und die Handelsempfehlung eher nicht umsetzen möchten, können wir ja trotzdem suchen, was vielleicht denn dafür spricht. Der nächste Effekt wäre der Home-Bias oder Sector-Bias, von dem haben vielleicht einige von Ihnen schon mal was gehört. Ein Blick auf Anlagedepots in Deutschland zeigt, dass heimische Produkte meistens übergewichtet sind. Die meisten investieren in Aktien aus dem DAX. Und auch beim Traden kann man das sehen. Die meisten Händler in Deutschland handeln am liebsten den DAX oder den Euro-US-Dollar, also das Währungspaar. Und ja, dabei überschätzen wir die internationale Bedeutung heimischer Unternehmen häufig. Ja, wir fühlen uns sicherer, da wir denken, wir kennen die Mentalität der Unternehmensführer besser und können schneller einschätzen, wie die Informationen auf internationaler Ebene wirken. Tatsächlich gibt es rational auch Argumente, die dafür sprechen. Die Verständlichkeit von Informationen ist in der eigenen Sprache natürlich eher gegeben und auch die Angst vor Währungsrisiko, von einem Währungsrisiko kann eine Rolle spielen. Hätten wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit in der Türkei große Investments gehabt, hätte das auch nach hinten losgehen können. Und auf Sektorebene wäre das Ganze so, dass wir eher Aktien oder ETFs aus den Sektoren suchen, in denen wir beruflich bedingt oder auch so über Fachwissen verfügen, beziehungsweise bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Auch da gäbe es eine Lösung, oder gibt es Ideen, wie man das umsetzen könnte. Wir sollten uns immer fragen, ob es sinnvoll ist, das Risiko auf einen Ort oder einen Sektor zu begrenzen oder vielleicht auch auf eine Asset-Klasse.
und ja, ob es nicht sinnvoll ist zu screenen, welcher Sektor, welche Assetklasse, welches Land vielleicht gerade aktuell stark nachgefragt ist und gucken kann, wo denn mit Bewegung zu rechnen ist. Denn das brauchen wir ja gerade im Handel. Und hier unten das Bild sieht man von Finviz, das ist die Monatsperformance verschiedener Sektoren. Das Bild ist schon ein bisschen älter, aber da kann man ja gucken, konnte man damals sehen, das war am 18. Oktober, dass Utilities, also die Versorger, am stärksten waren und hätte da dann vielleicht nach Long Investments suchen können oder Trades. Und in der Branche Industrial Goods und Services, so die letzten beiden, hätte man dann nach Short Trades suchen können. Und das kann man ja regelmäßig machen und so diesen Verzerrungen nach Branchen entgehen. So, als nächstes möchte ich Ihnen ein Video zeigen, das dauert nicht lange, können Sie kurz schauen und dann gehe ich danach darauf ein, was denn hier gezeigt wurde. The Monkey Business Illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. Learn more about this illusion and the original gorilla experiment at theinvisiblegorilla.com. The Monkey Business Illusion. So, das ganze Beispiel jetzt war ja für die selektive Wahrnehmung. Vielleicht haben einige den Gorilla gesehen, aber auch als ich das erste Mal geschaut habe, habe ich nicht gesehen, dass sich der Vorhang in der Farbe geändert hat oder ein anderer Spieler das Spielfeld verlassen hat. Ja, generell ist es so, dass wir nur limitiert Informationen verarbeiten können und wahrnehmen können. In unserem Alltag ist es auch so, ist ja sehr sinnvoll, dass wir nicht alles wahrnehmen. Jetzt schützt uns vor Ablenkungen und auch vor Reizüberflutung. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen alles wahr, was so draußen passiert um Sie rum. Das würde viele ja überfordern. Problematisch wird es jedoch in komplexen Situationen, das ist auch bei Handelsentscheidungen, wäre das ein Problem, da die ja sehr komplex sind, da auch da Informationen vorgefiltert werden und dadurch gegebenenfalls fehlerhaft interpretiert werden. Ja, das Problem der selektiven Wahrnehmung bedeutet, dass wir gerne das wahrnehmen, was uns aktuell interessiert, zum Beispiel jetzt einen Trade abzusetzen oder nur Long Investments zu machen. Und ja, jeder kennt das Problem, auch wenn man einkaufen geht, zum Beispiel hungrig sind und dann einkaufen gehen, nehmen wir mehr Lebensmittel wahr und mehr das wahr, was wir gerne essen, als wenn wir nicht hungrig sind. Ja, und auch im Alltag setzen wir das Prinzip um, indem wir uns eher mit Menschen umgeben oder mit denen sprechen, die wir mögen. Und das Gleiche gilt auch für Zeitungen, dass wir eher die Zeitungen lesen, die uns in unserer Ansicht bestätigen, beziehungsweise auch unsere Ansicht teilen. Das Ganze wäre dann nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das stimmt halt eher, als Gegensätze ziehen sich an. Ja, leider machen wir... Da würde ich ganz kurz auch nochmal sagen, was auch sehr interessant ist, jetzt bezogen, ich sage jetzt mal direkt auf den Markt, dass ich habe den Vortrag ja schon mal gehört bei dir auf der Uni und dieses Video, was jetzt gerade so abgespielt worden ist, ist dahingehend auch recht beeindruckend, weil wenn man jetzt mal den Zug auf den Handel nimmt,
Man sitzt vorm Rechner und muss sich die Frage stellen, okay, was kriege ich jetzt an Informationen A mit, direkt und indirekt, und was strömt hier an Informationen auf mich ein? Und da gibt es ja den einen oder anderen, der neigt dazu, irgendwie sich, ich weiß nicht, was alles darzustellen im Chart, viele, viele Informationen. Und wenn man mal schaut, wie viel man eigentlich, also so ein Chart ist ja, unterliegt ja einer durchgehenden Veränderung, der ist ja nicht in Stein gemeißelt, ne? Das ist ja so eine gewisse Dynamik, die da mitspielt. Und dadurch, dass sich hier im Chart ständig durch das Zappeln der Bars was verändert, bin ich ja auch dementsprechend einem durchgehenden Informationsfluss ausgesetzt. Und es wäre doch dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal ganz gut, irgendwie zu schauen, okay, welche Informationen brauche ich hier tatsächlich nicht? Brauche ich wirklich 900 Indikatoren? Ja, richtig. Oder weiß ich nicht, sonstige Informationen, oder kann ich das vielleicht auch so ein bisschen reduzieren aufs Wichtigste? Ja. Ja. Vielleicht mal nur ein Chart und ja, je nachdem, also es gibt jetzt nicht nur ein Chart, es gibt auch andere schöne Sachen da draußen irgendwie, ja, wenn man sich mal irgendwie irgendwas anschaut, aber wenn man da jetzt dazu neigt, irgendwie sich da, was weiß ich, 50 Informationen pro Chart einzuziehen, die kriegt man ja alle gar nicht mehr kanalisiert. Ja? Und, jetzt mal von zwei aus den 50 die 30 raussuchen, die zu uns passen, und nicht die 20 wahrnehmen, die gegen unsere Handelsentscheidung sprechen. Genau, das wollte ich auch noch mal so ganz kurz reinwerfen. Ich bin dann wieder raus, ich klinge mich aus. Ja, wie gesagt, machen wir das gleich halt auch mit unseren Handelsideen. Ja, wir suchen eher nach Bestätigungen und nicht, wie es wissenschaftlich sinnvoll wäre, nach Gegenargumenten von so einem Handelsidee oder unser Trade, und ja, damit sind wir meistens nicht besonders kritisch gegenüber unseren Ideen und übersehen gegebenenfalls die Gefahr bzw. Risiken einer Handelsentscheidung. Das Ganze kann man so lösen, dass man sich jede Handelsentscheidung nochmal besonders bewusst macht und zu überprüfen, was war für mich ausschlaggebend dafür. Und wenn wir nach Informationen suchen, die gegen unsere Trade-Idee sprechen, also eher Gegenargumente suchen, werden wir kritischer. Und Olli sagt auch immer, wir sollten besonders anspruchsvoll sein unseren Setups gegenüber, und unser Anspruch steigt dann natürlich und wir traden nur noch das, was wirklich qualitativ sehr gut ist. Und genau, wenn das alleine nicht reicht, wäre auch noch eine Möglichkeit, die Anzahl der Trades pro Tag zu begrenzen, dass man sagt, man darf pro Tag eine bestimmte Anzahl Trades abzusetzen. Auch dadurch steigt der Anspruch an an das Setup und wir verfallen nicht so schnell in Aktionismus und ja, traden nicht so viel Mist. Jetzt ein Beispiel von mir, wo ich dem Ganzen verfallen bin. Es gab gibt eine Firma, Helios and Matheson Analytic. Die besitzen etwas, das nennt sich MoviePass. Damit kann man, also es ist wie eine Kino-Flatrate, für $20 sind es, glaube ich, aktuell, kann man in den USA als $20 im Monat, kann man in den USA jeden Tag ins Kino gehen. Ich finde diese Idee super. Das ist ja im Prinzip wie Netflix fürs Kino. Und ich habe immer nur nach Bestätigung für diesen Trade gesucht. Und im Moment steht die Aktie bei 2 Cent nach einem Reverse Split. Man hat dann für, ich weiß es nicht, 100 Aktien nur noch eine bekommen oder hatte dann nur noch eine. Ja, am Ende lag mein Einstiegskurs irgendwo um die $3.000. Das wäre was, wo ich nur nach möglichen positiven Bestätigungen gesucht habe, was vielleicht die Firma noch retten könnte. Dann gibt es noch was, das nennt sich Informationsillusion. Das geht auch ein bisschen darauf ein, was Olli eben gesagt hat. Ja, vor wichtigen Entscheidungen wollen wir möglichst viele Informationen berücksichtigen. Das Problem ist, dass unser Arbeitsgedächtnis maximal 7 plus minus 2, also ungefähr 5 bis 9 Informationseinheiten gleichzeitig speichern kann. Ja, dann ist das Ende unseres Arbeitsspeichers erreicht. Demnach machen auch 50 Indikatoren keinen Sinn, weil wir den 50. angelangt sind, den zu analysieren, wissen wir nicht mehr, was die ersten ausgesagt haben. Alle Informationen, die darüber hinausgehen, ignorieren wir oder die führen zu einer Systemüberforderung, und daraus folgt dann Entscheidungsunfähigkeit und auch irgendwie Erinnerungsfehler. Gerade für unser Handeln ist das natürlich sehr ärgerlich, da mit steigender Informationsmenge nicht unbedingt die Qualität der Entscheidung besser wird. Was besser wird, ist aber die Zuversicht, die richtige Entscheidung zu treffen, und dadurch steigt dann auch unsere Risikofreude. Es gab eine Untersuchung von Paul Slovic, schon ein bisschen her,
Besuch mit Buchmachern von Pferderennen gemacht. Die haben unterschiedlich viele Informationen über die Pferde bekommen, haben 5 Informationen, 10, 20 und 40 jeweils bekommen, um daraus dann aufs passende Siegerpferd zu tippen. Anfangs stieg auch die Urteilsqualität noch an, aber mit immer weiter steigenden Informationen sank irgendwann die Richtigkeit der Tipps, aber die Zuversicht und die Risikofreude der Wettenden stieg halt immer weiter an. Und im Handel wäre es halt das Gleiche, wenn wir immer mehr Informationen bekommen, sei es jetzt durch Indikatoren in den Charts, steigt unsere Risikobereitschaft und wir suchen, fühlen uns immer sicherer, aber wir werden nicht zwangsläufig besser dabei. Eine Lösung wäre, dass wir eine Liste machen mit unseren Quellen und daraus dann Prioritäten setzen, welche wir denn wie stark gewichten möchten. Und vielleicht ist es auch sinnvoll, anhand von Fakten wie einer Bilanz im Investment, also investierenden Handel oder vielleicht von Trends im markttechnischen Handel eine eigene Meinung zu bilden und nicht so viele externe Quellen zu nutzen. Und wenn wir denn externe Quellen nutzen, ist es sinnvoll, die Liste regelmäßig zu aktualisieren und dann im Trading's Journal auch zu schauen, welchen Mehrwert denn die Quellen gebracht haben und gegebenenfalls auch welche ausschließen, nach dem Motto, weniger ist mehr und Mut zur Lücke zu haben, wäre da sehr sinnvoll. Und gerade auch bei langfristigen Anlagestrategien, wenn wir dann eher investieren, ist es sinnvoll, sich selbst die Frage zu stellen, ob man denn regelmäßig täglich auf die Kurse schauen muss und immer nach neuen News suchen sollte, weil Unternehmen ja im Prinzip nur alle Vierteljahr über ihren Quartalsberichte wirklich Informationen veröffentlichen müssen. Das nächste, was in die Richtung Emotionen geht, wäre die Prospect Theory, die ich vorstellen möchte. Das ist eine Theorie von Kahneman und Tversky. Die Annahme ist, oder es wurde auch durch Versuche sozusagen gezeigt, dass wir einzelne Gewinne und Verlustsituationen immer aus einem Bezugspunkt, also dem Referenzpunkt in der Mitte, sogenannten Preisanker, betrachten. Und es ist für uns Trader meistens der Einstiegskurs. Und ja, wie gesagt, es gab Experimente dazu, die konnten zeigen, dass wir Verluste 2 bis 3 Mal stärker gewichten als Gewinne. Also zumindest bewerten als Gewinne, gewichten jetzt nicht unbedingt in der gleichen Höhe. Das wissen wir auch aus dem Alltag, wenn wir uns mit Freunden oder Partnern streiten, dann wiegen die negativen Sachen, die zu uns gesagt werden, meistens stärker als die positiven. Wir müssen im Prinzip 3-mal was Positives bei einem Streit sagen und 1-mal was Negatives auszugleichen. Und im Traden jetzt dahin zurückzukommen, freuen wir uns über anfängliche Gewinne stärker als über spätere. Wir sehen ja, dass die Kurve nach rechts hin abflacht. Und identisch ist es beim Verlust auch. Anfängliche Verluste schmerzen uns mehr als spätere Verluste. Die Kurve flacht aber später erst ab. Und gerade fürs Traden ist es auch bedeutsam, da wir anfängliche Gewinne am meisten mögen. Die wirken ja am stärksten. Und daher realisieren wir die gerne, weil die anfangs so gut anfühlen und lassen unsere Gewinne nicht laufen, was für unseren Vermögensaufbau natürlich sehr sinnvoll wäre. Weil die unser Gemüt am Ende nicht mehr so stark bewegen. Wir wollen also immer wieder neue Trades eröffnen und möglichst schnell Gewinne machen, die realisieren, das fühlt sich am besten an, und dann den nächsten Trade und wieder Gewinn machen und den realisieren. Auf der Short-Seite ist es so, dass wir Angst haben, auch die Gewinne wieder abzugeben, und fällt uns halt schwer, die laufen zu lassen. Für die Verlustseite ist es so, dass wir Verluste erlaufen lassen, da die am Anfang so stark schmerzen, und unser Management ist dann eher so Management by Hope, also wir lassen die Verluste laufen und hoffen, dass es noch wieder in die Gewinnseite geht. Unsere Risikobereitschaft im Buchverlust ist relativ groß, da wir erst ein realisierter Verlust, im Prinzip ein echter Verlust ist, und emotional verkraften wir einen großen Verlust eher, da die Kurve auch am Ende weiter abflacht und dann die Emotionen nicht mehr so stark negativ zunehmen, als mehrere kleine Verluste, weil die halt immer wieder sehr stark unsere Gefühle bewegen. Für unser Konto wäre es aber andersrum wesentlich sinnvoller, dass wir halt die Gewinne immer laufen lassen, auch wenn die emotional am Anfang am meisten Freude machen, und die Verluste schnell begrenzen, auch wenn sie uns emotional am Anfang am meisten schmerzen.
Und auf diesen gerade angesprochenen, auch der Referenzpunkt, von dem wir unseren Trade aus bewerten, bezieht sich auch die Theorie des Framing-Effekts. Die sagt im Prinzip das Ähnliches aus. Stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen 50 Euro und sage Ihnen, Sie dürfen 20 Euro davon behalten. Das wirkt positiver auf Sie, als wenn ich sage, ich gebe Ihnen 50 Euro, Sie verlieren aber 30 Euro davon wieder. Monetär ist es am Ende das Gleiche, was Sie in der Tasche haben, aber der Verlust sozusagen, wenn ich sage, Sie verlieren etwas, schmerzt mehr, als wenn ich sage, Sie dürfen etwas behalten, Sie gewinnen etwas. Demnach werden Geldbeträge nicht rational bewertet, sondern eher stark emotional. Das ist auch der wesentliche Grund, warum gerade Trader so schwer fällt, Gewinne laufen zu lassen und Verluste schnell zu begrenzen. Und ja, wie gesagt, im Trendhandel, den Olli ja sehr vermittelt, ist es natürlich schwierig, da wir den Trend möglichst lange laufen lassen möchten und die Verluste schnell begrenzen sollten. Lösungen dafür wären, dass sie sich bewusst machen, dass Gewinne dass sie Gewinne und Verluste aus einem Bezugspunkt heraus meistens betrachten und versuchen, sich von jedem einzelnen Trade zu lösen. Bitte? Martin, darf ich ganz kurz nochmal unterbrechen? Ja, natürlich. Wir machen ja noch so ein bisschen Live-Trading im Hintergrund. Ich habe jetzt gerade Gold auf dem Schirm, auf der Long-Seite. Den Trade habe ich jetzt im Hintergrund gemacht. Mach mal eben mich ganz kurz zum Moderator und oder du musst es jetzt in dem Fall machen. Dann leite ich kurz den Trade her und dann gebe ich dir wieder zurück an dich. Wie mache ich dich zum Moderator ändern? Ja. In dem Feld, da steht Moderator ändern. Genau. Jetzt müsstest du. Genau. Sieht man jetzt hier meinen Bildschirm? Ja. Wunderbar. Gut, ich leite das mal eben ganz kurz hierher. Was ist es? Das ist jetzt der Goldmarkt, also Gold, der Gold Future. Wir haben hier einen aufwärts gerichteten Markt, genereller Natur. Moment, wir schauen uns das hier an. Der Markt ist aufwärts gerichtet, einen untergeordneten Trend, der steht in der Korrektur. Den Markt habe ich jetzt aus der Korrektur heraus gelongt und die Idee hinter der Spekulation ist, dass der Markt bitte einmal dadurch gespült wird, einmal dadurch gespült wird Stop-Management, das mache ich jetzt, das zeige ich jetzt, ich gehe jetzt runter auf die Minute, das ist ein kurzfristiger Trade. Schaut mal, man muss immer aufpassen, dass man die Leute mal so mitnimmt, dass es nicht zu viel wird. Ich mache mal jetzt hier ganz kurz nochmal die Toleranztrendserkennung aus. Wir haben hier einen aufwärts gerichteten Markt, diese Nummer hier. Und diesen ganz kleinen feinen Trend, den versuche ich jetzt zu handeln, dass er mich bitte doch hier oben durchspült. Das sind diese Hochs, die ich gerade eingezeichnet habe. Oben links, da ist noch eins. Hier soll ich jetzt also irgendwie so ein untergeordneter Trend bilden. Der Markt ist kurz nach dem Trade relativ stark angesprungen, diese 8, 9, 10 Ticks. Jetzt gehen wir runter in die Korrektur. Was ist mein Stop-Management? Hier, mal abgesehen davon, dass die Maschine das automatisch macht, diesen Stop nachzusetzen. Ich habe der Maschine allerdings gesagt, oder dem Add-on gesagt, bitte handel diesen Trend, den wir hier hoch sehen, diesen ganz feinen, da nochmal ganz kurz eingeblendet. Und bitte zieh den Stop etwas unscharf nach. Das heißt, nicht ganz immer hinter der letzten Möglichkeit von so einer 3, scharf betrachtet wäre das immer sozusagen das Stop-Management. Jetzt habe ich dem Add-on gesagt, nö, lass mal ein bisschen Unschärfe rein, weil es kann sein, dass der Markt jetzt hier nochmal reintaucht, dann wäre ich halt raus, schaut mal, ich gehe hier nochmal drauf. Es kann sein, dass der Markt nochmal unter diese 3 reinschaut und er darf jetzt hier nochmal reinschauen und sich dann dementsprechend nach oben entwickeln. Ja? Risiko sind am Anfang gewesen, seht ihr hier unten irgendwie 130 Euro, der Stop ist jetzt etwas angezogen, Risiko ist etwas raus, noch 90 Euro bzw. Dollar. Ja, das nur mal so am Rande. Jetzt schauen wir mal, was Gold macht. Wenn wir Glück haben, und Glück braucht jeder, da kann man so professionell sein, wie man will, hat man nicht das Glück, dass die anderen das genauso sehen, sprich, dass ich nach mir Leute habe, nachdem ich jetzt hier long gegangen bin, die den Markt weiter hochkaufen, dann habe ich im Umkehrschluss Pech gehabt. Und wenn ich Pech habe,
dann soll es mich nicht zu viel kosten, dafür habe ich einen Stop. Und damit gebe ich wieder zurück ins Studio an Martin Zart. Das war's schon. So, dann mache ich dich wieder zum Organisator. Jawohl. So, und oh, alles das war falsch. Das ist... Ja, musst du nur nach vorne. Ja. So, ich mache auch mein Mikro wieder aus, damit ich nicht unangenehm auffalle. Ja, alles gut. Ja, wir waren bei der Prospect Theory und der unterschiedlichen emotionalen Bewertung von Trades sozusagen. Und auch da gibt es natürlich Lösungsideen. Wir sollten uns dessen erstmal bewusst machen, dass Gewinne und Verluste aus einem Bezugspunkt heraus betrachtet werden, was ja meistens der Einstiegspunkt ist. Und ja, sich loslösen von dem einzelnen Trade. Wenn man das nicht so gut kann, ich persönlich kann das als Imagina-Trader, gibt es ja die Möglichkeit, den Public Mode einzuschalten, um nicht mehr zu sehen, wie viel der Trade gerade monetär bewegt wird. Das habe ich am Anfang gemacht, das hat mir geholfen, dass man das halt nicht mehr so sieht. Und ja, oder auf ERs oder Ticks umzuschalten, um nicht, das Monetäre nicht mehr zu sehen. Oder halt nicht mehr so nah am Markt zu sein, sprich Zeiteinheiten weiter nach oben zu gehen und nicht mehr die ganze Zeit vor der Kiste zu sitzen. Und wir sollten uns auch dessen bewusst machen, dass kleine Gewinne mehr Freude machen als ein großer Gewinn, aber für uns eher schlechter sind. Und dass große Verluste emotional nicht so stark schmerzen wie die kleinen Verluste am Anfang. Das ist noch etwas, das nennt sich Verlustaversion. Haben Sie selber lieber 500 Euro sicher in der Tasche oder mit einer 5%igen Gewinnwahrscheinlichkeit 2000 Euro in der Tasche? Und realisieren Sie lieber einen sicheren Verlust von 500 Euro oder mit einer 75%igen Wahrscheinlichkeit 670 Euro? Ja, schauen wir uns unsere Gewinne an. Also das erste Beispiel, vermeiden wir gerne Risiko und denken meistens, ja, was man hat, das hat man. Also möchten Gewinne gerne realisieren. Und ja, geht es um Verluste, werden wir zum Spieler und hoffen wieder, dass wir mit dieser 25%igen Wahrscheinlichkeit doch noch einen Gewinn machen. Ja, die Lösung ist, die Perspektive zu wechseln und nicht mehr Management by Hope zu betreiben. Ja, wir sollten die Position im Verlust neu betrachten und uns immer fragen, würde ich die Position, die im Buchverlust ist, aktuell nochmal genauso kaufen? Also würde ich den Trade, wenn man jetzt aufs Kurzfristige schaut, aktuell nochmal so eingehen? Würde ich das nicht, sollte man die Position direkt schließen und nicht weiterlaufen lassen. Außerdem hilft es auch, das Gesamtkapital zu betrachten. Verändert der Verkauf das Gesamtkapital dramatisch? Oder gibt es vielleicht auch bessere Investitionsmöglichkeiten? Und wenn man Investor ist, kann man ja auch überlegen, ob es vielleicht, wenn man Verlust realisiert, steuerlich sogar von Vorteil ist. Ich persönlich schaue zum Beispiel immer auch das Gesamtdepot an und werte nicht jeden einzelnen Trade aus und sehe dann, dass es gar nicht so große Schwankungen sind, die da drin sind. Dann noch ein Beispiel zur kognitiven Dissonanz oder Regret Aversion. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben oder vor einer Entscheidung stehen und einen Trade schon offen haben, kalkulieren wir immer mit ein, ob wir jetzt eine Verlustposition, die wir gerade haben, weiterlaufen lassen, kalkulieren wir in die Entscheidung mit ein, ob wir das im Nachhinein irgendwie bereuen könnten, wenn wir die Position im Verlust schließen. Wenn zum Beispiel unsere Aktie stark im Minus ist, der Gesamtmarkt oder der Sektor aber steigt, hoffen wir meistens, dass die Aktie ein Spätzünder ist und die Performance noch aufholen könnte. Wir überlegen in der Situation meistens, wie wir uns später ärgern würden, wenn wir die Position verkaufen und die Verluste realisieren, dann aber doch die Performance einsetzt und die Aktie durchstartet. Wir treffen also im Prinzip schlechte finanzielle Entscheidungen mit der Hoffnung, später keine Reue empfinden zu müssen. Und wenn wir in diesen Situationen sind, sind es im Prinzip Konfliktsituationen innerhalb von uns, ob wir jetzt die Verluste realisieren oder nicht. Und das ist für uns ja sehr unangenehm und erzeugt eine innere Spannung und einen Druck. Und erst wenn der so groß ist, also wenn die Verluste irrsinnig groß sind, lassen wir von unserer Überzeugung los und lösen diese Anspannung.
ja, die Lösungen in dieser Situation wären, wenn wir viel Was-wäre-wenn-Denken betreiben oder ja, auf der Basis des kleinsten emotionalen Übels handeln. Es ist wichtig, es ist oder so wichtig, einen gut ausgearbeiteten und strukturierten Handelsplan zu haben, in dem auch diese Entscheidungen mit berücksichtigt werden, dass, wenn wir vor Entscheidungen stehen, bereits drin steht, was wir machen sollten. Und haben wir viele verschiedene Alternativstrategien, die wir handeln und häufig in so Situationen kommen, dass wir Was-wäre-wenn-Denken betreiben. Es ist vielleicht sinnvoll, diese Strategien zu reduzieren und ja, vielleicht nur noch zwei oder drei verschiedene Strategien handeln und ja, sollten unser Handeln nicht immer mit Alternativen vergleichen, die wir nicht eingegangen sind, sondern nur diese Strategie verfolgen, die wir auch wirklich umgesetzt haben. Und wichtig ist es in dem Punkt auch, Instrumente der Verlustreduktion zu nutzen, sprich einen Stop-Loss im Markt zu haben. Jetzt noch kleine Einblicke in den Bereich der Emotion und der Angst, da das im Trading oder im Handel eine wesentliche Rolle spielt. Generell sind ja Ängste erstmal nichts Schlechtes. Jeder Mensch hat Ängste und die sind durchaus auch berechtigt. Und alles, was wir erleben, ja, wird, bevor wir es wirklich wahrnehmen, im Gehirn, in der Amygdala, das ist ein kleiner Teil des Gehirns, bereits vorgefiltert. Und da wird bereits gegebenenfalls die Angst aktiviert, also ob wir Angst haben müssen oder nicht, wenn Gefahrensituationen im Spiel sind. Demnach sind Ängste im Prinzip selbstaktiv, also setzt ohne unsere Wahrnehmung ein und sind dann auch überlebenswichtig. Wir sollten aber immer da differenzieren zwischen einer sinnvollen Angst, die überlebenswichtig ist, und einer sinnlosen Angst, die für unser Überleben nicht sinnvoll ist. Denn sinnlose Ängste können ja gut behandelt werden, sei es jetzt eine Angst vor Spinnen zum Beispiel, die kann sehr gut behandelt werden und ja, Therapien sind da sehr effektiv und das könnte auch im Trading im Prinzip so sein. Ja, auch im Trading sind Ängste ein zentrales Thema, hatte ich ja schon gesagt, und das zentrale Angst im Trading wäre die Angst vor finanziellen Verlusten, da Geld eine existenzielle Funktion für uns Menschen eigentlich hat. Und wir bewerten Verluste von Geld daher stark bedrohlich. Und ja, neben den finanziellen oder existenziellen Ängsten kann die Angst vor Ablehnung auch eine Rolle spielen. Wir haben häufig in unserer Vergangenheit, sei es jetzt in der Schule oder im Studium, gelernt, dass wenn wir Fehler machen, wir dafür bestraft werden, sei es jetzt durch schlechte Noten oder auch andere Fehler machen durch unsere Eltern früher. Und ja, mit jedem ausgestoppt werden, machen wir im Prinzip einen Verlusttrade, was ja, ein Fehler sein könnte. Und die Angst vor dem Ausgrenzen oder Zurückweisen in Sozialsituationen könnte stärker werden. Uns als soziales Wesen wollen wir aber angenommen werden und nicht ausgegrenzt werden. Und die Folge daraus ist, dass wir Verlusttrades laufen lassen. Solange sie nicht realisiert sind, sind es ja keine echten Verlusttrades und kleine Gewinne direkt mitnehmen, um darüber dann Anerkennung zu bekommen. Ja, weitere Angst wäre noch, wenn wir unsere Biografie schauen, wäre eine individuelle Angst oder ja, persönliche Lebenseinstellungen könnten dafür Ursachen sein oder individuelle Traumata. Es kann aber auch im Börsenzusammenhang sein, dass wir zum Beispiel größere Crashs erlebt haben oder eine längere Handelsunterbrechung, wenn wir in einer Aktie drin sind und die dann eine Handelsunterbrechung hat und wir Angst haben, aus der Position nicht mehr rauszukommen. Das wäre auch eine individuelle Angst. Und haben halt dann eigentlich ja, sozusagen Angst, Verluste zu machen. Und eigentlich ist es so, dass nicht der Markt selbst die Angstauslöser ist, sondern unsere Reaktion darauf. Und generell sind die Reaktionen auf unsere Ängste aber unabhängig davon, ob es eine sinnvolle Angst ist, also die existenziell bedrohlich, wirklich existenziell bedrohlich ist, oder eine sinnlose Angst ist. Die Reaktionen sind immer gleich. Und Trading-Verluste sollten aber sinnlose Ängste sein, sie sollten nicht unsere Existenz bedrohen und unser Leben ja nicht davon abhängt. Reaktionen sind immer häufig fliehen, kämpfen oder erstarren. Im Trading wäre fliehen aus einer Situation, kleine Gewinne direkt mitnehmen,
bekämpfen, wäre dann sowas wie das Overtrading, dass wir Verluste wieder reinholen wollen und den Markt auf eine persönliche Ebene ziehen, oder erstarren wäre, dass wir halt nichts mehr machen und einfach Verluste laufen lassen. Aber auch im Trading ist es natürlich möglich, Ängste zu reduzieren oder auch zu vermeiden. Wir sollten halt immer die persönliche Ursache für unsere Ängste identifizieren, denn sinnlose Ängste sind immer individuell. Das kann man gemeinsam mit einem Coach oder mit einem Psychologen herausfinden, aber auch in Eigenregie, indem man das über das Money Management macht und erstmal die Positionsgröße sehr, sehr runterfährt, auf 0,1% zum Beispiel, und guckt, dass man da den individuellen Rumrutschfaktor findet, dann die Positionsgröße erst langsam wieder erhöht und so guckt, dass man die individuellen Ängste darüber in den Griff kriegt. Und ja, gibt noch ein paar Punkte, die sonst noch eine Rolle spielen könnten. Das Bedürfnis nach Sicherheit kann man hier nennen. In unserem Leben versuchen wir möglichst viel Sicherheit zu haben und das Leben selber zu gestalten und die Fäden in der Hand zu halten. An Kapitalmärkten ist es aber nicht möglich, da die alles andere als sicher sind. Und für die Börse gilt das auch, sicher ist, dass nicht sicher ist. Also wir wissen nicht, wohin die Kurse laufen. Das ist eine große Herausforderung für uns. Und ja, okay. Eine große Herausforderung und auch eine Fehlerquelle für uns, da wir nicht, also versuchen, es möglichst sicher zu gestalten, aber wir können uns selbst kontrollieren. Genau. Und dann gibt es noch die Individualität, die im Trade eine wesentliche Rolle spielt. Jeder Mensch hat ja seine eigene sozusagen Realität und Wahrnehmung, und auch dadurch, da wir alle individuell sind und unterschiedlich auf den Markt reagieren, fallen natürlich die Kurse und steigen die Kurse. Und da wäre ein individueller, eigener, ausgearbeiteter Handelsplan wichtig und ist auch eine Grundbasis dafür, profitabel zu werden. Ja, man kann im Prinzip eine Liste zum Beispiel machen, um dann eine Lösung zu finden mit den eigenen Attributen, wie man denn ist, ob man eher ein ungeduldiger oder impulsiver Mensch ist. Das kann auch der Partner machen, so eine Liste erstellen und anhand derer einen Handelsplan auch mit zu erstellen. Ich habe das selber für mich mal geguckt, wie ich denn eigentlich bin, und ich handle manchmal vielleicht ein wenig impulsiv und bin ungeduldig und habe für mich dann gemerkt, dass ich im kurzfristigen Handel große Schwierigkeiten habe und das für mich nicht so sinnvoll ist, weil ich möglichst schnell den Trade absetzen möchte. Und ja, sobald ich die Handelsplattform aufgemacht habe, habe ich versucht zu handeln. Wenn ich jetzt kurzfristig handle, ist für mich die Lösung, dass ich im Prinzip die ersten 5 Minuten, wenn ich die Handelsplattform aufmache, nicht handle und erstmal den Markt beobachte und schaue und verschiedene Märkte screene, so wie Olli es am Anfang ja auch gezeigt hat. Der Olli will sich aber mal ganz kurz zu Wort melden. Der hat nämlich jetzt kurzfristig gehandelt. Ich habe gerade den Trade gezeigt. Der ist durch. Habe eine kleine Änderung vorgenommen bezüglich des Targets. Den will ich kurz mal zeigen. Ich ernenne mich mal selber zum Moderator. Schaut mal, Leute, seid ihr jetzt drauf bei mir? Ja. Gut. Also, die Idee war, hier unten long zu gehen. Da war der Einstieg. Ich habe jetzt hier diesen kleinsten Trend hochgehandelt, habe den Markt erstmal unscharf sozusagen gehandelt. Das seht ihr hier so ein bisschen an der Toleranz. Das wird jetzt so weit führen, das jetzt auch noch aufzudröseln. Fakt ist, das war das Stop-Management. Der Stop lag dann später hier. Der Markt ist dann über diesen von mir gewünschten P2 gelaufen, hoch in die Bewegung. Ich habe die höchste Form der Schärfe dann, so könnte man sagen, angewandt und gesagt, okay, mitten in der Bewegung, ich gehe raus. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Das Ding ging nur 2-3 Ticks höher. Es geht jetzt hier nicht um den Perfektionismus. Da geht es sowieso nie drum an der Börse. Aber den Trade habe ich gemacht und das waren, ich müsste jetzt gleich mal in die GWS reingucken, 236 Dollar, also 240 Dollar minus CatTrader, muss ja auch irgendwie das Frühstück hier finanzieren, der Commissions. Von daher, guter Trade, ja, irgendwie keine Ahnung, 10, 12 Minuten, 240. Der Tag ist ja noch jung, können da noch 2-3 Trades kommen
und dann erreiche ich meinen Leuchtturm relativ, ich würde sagen, safe, ja, mit einem überschaubaren Risiko. Mein persönlicher Leuchtturm, was meine ich damit? Ich versuche mal so 750 bis 1000 Dollar zu machen am Tag. Das sind übrigens Trades, die ich auch unter anderem, es gibt eine Gruppe, eine interne Gruppe, dort zeige ich diese Trades auch meine Konten. Und da kann man die Trades auch sehen, die ich so tagtäglich mache. Und da zeige ich dann immer hier, keine Ahnung, ich liege leicht hinten oder leicht vorn, aber ich erreiche am Ende des Tages in der Regel meinen Leuchtturm. Und der Martin hat ja sicherlich den einen oder anderen Leuchtturm auch schon mal gesehen in der internen Gruppe, weil er war ja auch mal bei mir. Und so nach diesem Hamster-Prinzip kraxel ich mich dann intraday-technisch nach vorne, also Trade für Trade. Und versuche, was weiß ich, hier ein bisschen was einzusammeln, da ein bisschen was einzusammeln. Das waren jetzt 24 Ticks. Das ist deshalb für mich genug. 24 Ticks ist für die kleinste Trendgröße ziemlich ergiebig. Der Markt kann jetzt weiterlaufen. Ich vermute mal, er wird jetzt korrigieren. Wissen tue ich es natürlich nicht. Aber das ist mir auch gar nicht so wichtig, weil wenn er mir wieder die nächste Gelegenheit gibt, ich würde mich jetzt freuen, wenn er runterkommt und ich das, was ich jetzt gerade produziert habe, mit diesem Trade duplizieren kann. Daher kommt dieses Wort duplizieren in der Markttechnik, dass man sagt, okay, korrigier mal und dann fangen wir wieder von neu an und ich hole mir wieder was von dir ab. Also das war mein Trade. Es gab noch ein, zwei weitere Opportunities, möchte ich mal sagen, die habe ich allerdings verpasst, weil ich jetzt hier gerade mitdiskutiert habe an der Stelle, wo es dann da abging in dem anderen Markt. Das war jetzt bisher der einzige, aber ich halte mal weiter Ausschau. Schaut mal, auch sehr interessant, jetzt habt ihr hier was gesehen, es gibt hier einen Aufwärtstrend, dieses Add-on ist auch in der Lage, direkt auf den Tick genau zu reagieren. Und wir haben jetzt hier, wenn man es ganz scharf betrachtet, einen Abwärtstrend, seht ihr das? Also, das wollte ich nur mal so ganz kurz durchgehen. Genau. Gut, dann gebe ich wieder zurück ins Studio. Zart. Dankeschön. Dann komme ich jetzt zu den Routinen, die ja noch ein Punkt sind. Routinen sind erstmal Verknüpfung von Nervenzellen bei uns im Gehirn und diese Verknüpfungen werden immer stärker, je häufiger wir etwas machen. Sei es jetzt beim Autofahren, je häufiger wir beim Autofahren schalten, desto routinierter machen wir das und je stärker ist auch die Verknüpfung dafür bei uns im Gehirn. Und das Ganze findet natürlich auch bei Handlungen im Trading statt. Wenn wir immer wieder dieselben Fehler machen, werden die auch dadurch routinierter und das neuronale Netz bei uns wird immer stärker. Daher sollten wir von Anfang an möglichst sehr routiniert. Olli, kannst du dich wieder leise machen? Ja. Ja, auch da wieder routiniert vorgehen und immer die gleichen Abläufe haben, einen strukturierten Handelsplan, um da möglichst von Anfang an die passenden neuronalen Verbindungen zu schaffen und nicht erst Fehler einschleifen zu lassen. Weil wenn die erstmal da sind, ist es sehr schwer, die wieder rauszukriegen. Ja, dann spielen auch Denken und Verhaltensmuster eine wesentliche Rolle bei uns im Handeln. Wir alle haben Denk- und Verhaltensmuster bzw. auch Glaubenssätze und möchten diese gerne verwirklichen. Seien es jetzt Glaubenssätze wie, ich bin ein routinierter Trader, dass der eher gut ist, oder ein Glaubenssatz wie, ich bin nicht diszipliniert, das ist ja eher ein schlechter Glaubenssatz. Und zum Beispiel habe ich Glaubenssätze erfahren früher, dass meine Mutter mir gesagt hat, ich könnte schlecht von Menschen reden, auch das habe ich heute noch, dass ich da Schwierigkeiten vorher habe und das jetzt im Prinzip übe. Oder aber auch einen Glaubenssatz mitbekommen, ich sei faul. Und das ist etwas, was ich halt jetzt versuche zu verändern und möglichst daran besser zu werden. Und wie man das macht, es geht durch Selbstbeobachtung und Dokumentation, auch bei Trades und Gedanken, dass wir gucken, wie wir denn handeln. Und dann können wir Schritt für Schritt unser Verhalten
und dadurch auch unsere Glaubenssätze zu verändern. Oder aber auch gibt Fragebögen zu Einstellungen und zu Glaubenssätzen und können daraus herausfinden, was wir denn glauben. Das Ziel sollte ja sein, dass wir glauben, dass Börse was Tolles ist und Geld was Gutes und wir dadurch dann erfolgreich werden. Ein Beispiel, was ich auch von anderen schon gehört habe, ist, dass Börse ja eigentlich moralisch verwerflich ist und wenn wir so glauben, vielleicht schaffen wir es dann auch anhand dieses Glaubenssatzes nicht profitabel zu werden. Ja, dann den Markt personalisieren, das ist natürlich was, wenn wir viele Verluste gemacht haben, das ist sehr gefährlich, dass wir den 1-zu-1-Kampf mit dem Markt gehen und sagen, ich möchte die Verluste wieder reinholen und nur nach dem Motto, dir zeige ich es noch. Der Markt ist aber immer neutral und jeder Trade sollte dann von jedes Mal neu gestartet werden, sei es nach einer Verlustserie oder auch nach einer Gewinnserie, sollte jedes Mal neu neutral geschaut werden, ob es sinnvoll ist, einen Trade einzugehen. Dann Disziplin spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Es konnten Studien gezeigt werden, dass Trader nicht an ihren Handelssystemen an sich scheitern, sondern an dessen präzisen Ausführung. Und das Nicht-Einhalten wird meist durch die eigenen Emotionen beeinflusst, da Händler Handelssysteme handeln, die vielleicht nicht zu ihnen passen. Daher ist es erstmal sinnvoll, einen vernünftigen Handelsplan zu erarbeiten, dass er auch zu einem selber passt, zu den eigenen Glaubenssätzen und zu den eigenen Persönlichkeitseigenschaften und diesen dann diszipliniert umzusetzen und damit Emotionen auch sinnvoll umzugehen und nicht jemand anderes zu kopieren. Klar kann man von anderen Händlern Handelsstrategien lernen und auch Handelsansätze, aber die sollten dann immer noch auf die eigene Persönlichkeit angepasst werden. Dann Unsicherheit und Angst sind halt Stressauslöser und das kann langfristig krank machen. Wenn wir uns gestresst fühlen, sind wir nicht mehr in der Lage, rational zu handeln und lassen uns wieder durch unsere Emotionen leiten. Ja, Stressoren im Traden könnten zum Beispiel sein sehr hohe Verluste oder auch häufige Verluste und wenn wir bei unserem Traden, wenn damit eine existenzielle Verpflichtung einhergeht, also wenn wir davon leben, macht das natürlich Stress, wenn wir häufig Verluste machen oder auch große Verluste. Und dabei sollten wir dann auf unsere physischen oder psychischen Reaktionen achten, sprich eine innere Anspannung beim Traden, ob wir nervös sind oder ob wir vielleicht auch schon Schlafstörungen davon kriegen. Und wenn es soweit ist, ist es höchste Zeit, darauf zu reagieren. Wir sollten dann vielleicht einen persönlichen Stresstest machen, gucken, wie komme ich beim Traden in Stress, was stresst mich besonders stark, was kann ich gut aushalten und was vielleicht auch nicht so gut und anhand dessen dann unseren Tradingplan anpassen. Wichtig ist es aber auch zu gucken, welche Resilienzfaktoren ich habe. Resilienzfaktoren sind all die Dinge, die uns helfen, mit Stress umzugehen. Also was kann ich machen, um Stress abzubauen? Und zu überlegen, wie möchte ich mich wirklich fühlen beim Handeln und wie kann ich das auch erreichen. Es können Entspannungsübungen sein zwischendurch oder auch Pausen. Es kann Sport sein, eine gesunde Ernährung spielt eine Rolle, vielleicht auch Hobbys oder ein Ausgleich mit der Familie. Oder dass man sagt, am Wochenende lässt man die Börse Börse sein und setzt sich nicht noch davor und analysiert viel. Oder man hat feste Arbeitszeiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das muss man individuell anpassen. Jetzt zum Ende hin, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, mein Fahrplan zum Erfolg. Ganz grundlegend ist ein gut ausgearbeiteter Handelsplan, in dem verschiedene Individualitäten drinstehen, was passiert, wenn der Markt, wenn es Situationen im Markt gibt, wie gehe ich damit um, wie verwalte ich meine Stops, welche Einstiegspunkte habe ich und damit auch die Dokumentation, dass wir halt das aufschreiben, wie wir uns bei den Trades dann gefühlt haben, bei unseren Handelsentscheidungen und diese dann auch nachher wieder auswerten. Und Selbsterkenntnis spielt eine Rolle, ob wir zu ungeduldig neigen oder zu Nervenkitzel kann natürlich Einfluss auf unsere Handelsentscheidung haben. Wenn wir eine reine Buy-and-Hold-Strategie fahren, kann Ungeduld oder Langeweile dazu führen, dass wir dann im Prinzip die nicht halten, unsere Strategie, sondern ins Traden verfallen und beim Traden wäre eine Ungeduld
oder Impulsivität dazu würde dazu führen, dass wir in Aktionismus verfallen und vielleicht dann sinnvollerweise eher auf eine höhere Zeiteinheit wechseln. Die eigene Persönlichkeit zu kennen, beziehungsweise über Testungen kennenzulernen, ist dabei natürlich sehr hilfreich. Und darüber können wir dann den richtigen Handelsansatz für uns finden, beziehungsweise unseren optimieren. Dabei sollten wir unseren Grundcharakter natürlich immer berücksichtigen und es daran anpassen. Eigene Handelsstrategien entwickeln und smarte Ziele. Bei der Entwicklung der Handelsstrategien sollten wir uns sinnvolle Ziele setzen, sowohl kurzfristig als auch langfristige Ziele. Überschätzen wir. Da würde ich ganz kurz wieder zwischen grätschen. Ziele setzen, ganz kurz nur, ich bin jetzt hier im kurzfristigen Handel unterwegs, um mal so eine Brücke wieder zu schlagen zum Handeln. Ich bin im kurzfristigen Handel unterwegs, also möchte ich auch mein Ziel soll daran bestehen, kurzfristig Geld zu verdienen. Wenn ich kurzfristig Geld auf der Uhr habe, dann muss ich das, wenn ich das verdienen möchte, logischerweise auch kurzfristig mitnehmen. Darüber muss man sich mal Gedanken machen, weil der ein oder andere gerne mal zu was neigt, der tritt jetzt hier im kurzfristigen Handel an, der Anfänger wohlgemerkt, der tritt ja weniger auf Tagesbasis an, der handelt auch nicht unbedingt direkt im Tickchart, sondern eher mehr so diese 15-Minuten-Nummer. Und was macht er? Der hat ein Ziel, was gar nicht, ich sage jetzt mal, auf die Trendgröße, auf das Timeframing passt. Er hat vielleicht einen Trade, der läuft und der sagt, boah, dieser Trade, den lasse ich jetzt laufen. Das ist also so eine Abwägung im kurzfristigen Handel. Wie weit kann ich Trades laufen lassen? Macht das Sinn, die noch weiter laufen zu lassen? Oder bin ich hier im kurzfristigen Handel angetreten und habe Geld auf der Uhr und macht das auch mal Sinn, das mitzunehmen? Ich will mal ganz kurz mich nochmal zum Organisator machen, beziehungsweise zum Moderator machen. Schaut mal, ihr seht das Bild jetzt hier gerade, richtig? Mein Chart, hoffe ich. Man sieht den? Ja, ne? Ja. Wie sehr, das hat natürlich jetzt auch was mit Skills zu tun und ein bisschen Erfahrung. Wie sehr macht es Sinn, das Geld dann vom Tisch zu nehmen? Das war, würde ich sagen, ganz gut und clever gemacht, da oben zu sagen, okay, ich versuche mich da oben durchspülen zu lassen. Eigentlich das Target war, mich noch über dieses Hoch hier, schaut mal, ganz links da oben durchspielen zu lassen. Das hat nicht ganz hingehauen. Ich habe mich dann, hab dann gesagt, okay, ich habe hier auch ein vernünftiges Target. Wird jetzt so weit führen, das herzuleiten, aber Fakt ist, der Ausstieg war ganz gut. Ich bin im kurzfristigen angetreten, habe kurzfristig Geld auf der Uhr gehabt und habe es dann auch kurzfristig mitgenommen. Weil im kurzfristigen Handel kann man nur Geld verdienen. Oder anders gesagt, das Geld ist da, das Geld ist weg, das Geld ist da, das Geld ist weg. Man kann es und sollte es vom Geld vom Tisch nehmen, wenn es logischerweise da ist. Ja? Trotzdem ist es immer so eine Abwägung zwischen Verluste begrenzen und die Gewinne möglichst lange laufen lassen. Aber da bitte nochmal drüber nachdenken, an der einen oder anderen Stelle, ja, wie sehr sinnhaft ist das oder wie sehr kann ich das verfeinern, auch im kurzfristigen Handel. Der Markt ist jetzt ordentlich zurückgekommen. Und jetzt warten wir mal ab, vielleicht entwickelt sich hier unter Wort noch mal was. Gut, ich gebe wieder zurück, sorry. Das war natürlich zwischen mir und dem Martin abgesprochen, dass wir dass uns immer so hin und her, dass wir so hin und her schalten, falls was ist, weil auf das Traden soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. So, jetzt bist du wieder drauf und ich mache mich wieder aus. Jo. Dann, smarte Ziele hatte ich gesagt. Bei der Entwicklung von Handelsstrategien sollten wir uns Ziele setzen, sowohl kurzfristig, darauf ist Olli ja kurz gerade schon eingegangen, als auch langfristige Ziele. Häufig ist es so, dass wir uns bei kurzfristigen Zielen überschätzen, was man kurzfristig erreichen kann. Auch beim Traden ist es so, dass wir häufig kurzfristig zu viel erwarten. Und langfristig unterschätzen wir das meistens. Wenn man es jetzt auf uns selbst bezieht, die Entwicklung von vor einer Woche, was ich heute kann, was ich vor einer Woche nicht konnte, ist nicht so groß, aber wenn ich überlege, was konnte ich vor 10 Jahren nicht, was ich heute konnte, ist es doch einiges. Und so ist es halt auch im Alltag, dass man das, oder beim Traden, dass man das unterschätzt. Die Ziele sollten möglichst smart sein, sprich spezifisch sein,
Das Ganze sollte messbar sein, was man erreichen kann. Dann sollte es auch für uns erreichbar sein, realistisch und auch zeitlich bestimmt sein, um daraus dann ja, vernünftigen Handelsstrategien auch zu entwickeln. Kritisch sein und bleiben. Sinnvoll ist es, mit sich selbst kritisch zu sein und auch zu bleiben. Man sollte möglichst vielleicht zwischendurch auch mal verschiedene Betrachtungsweisen einnehmen und gucken, ob es sinnvoll ist, jetzt bei Trades die Position zu halten. Vielleicht auch eine Checklist zu machen, was man alles berücksichtigen möchte und gucken, ob das auch passt. Ja, dann haben wir Punkt Lernen aufgenommen. Möglichst immer weiter lernen, besonders sich selbst kennenlernen, ist eine wesentliche Rolle. Dann die eigenen Entscheidungen analysieren und gucken, ob sie denn zielführend sind oder nicht und auch dabei dann nicht aufgeben. Viele private Händler fangen am Anfang an über ein Coaching und möchten möglichst schnell erfolgreich werden, dagegen spricht ja auch nichts. Aber wenn man sich jetzt eine Berufsausbildung anschaut, die dauert meistens 3 Jahre, ein Studium meistens 5 Jahre, das sind ungefähr 6 Stunden Arbeitsstunden und es ist ja nicht realistisch, nach 5 Tage Coaching direkt komplett profitabel zu sein. Das Handwerkszeug bekommt man da meistens an die Hand, aber danach geht dann die eigene Entwicklung los und das Lernen und sich selbst zu verändern. Und das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen bei der eigenen Handelsentwicklung. Als letzten Punkt noch den klaren Kopf bewahren. Komplexe Entscheidungen, wie sie beim Handeln auch da sind, verlangen Aufmerksamkeit und eine geistige Energie. Wir sollten den Handelstag planen mit festen Arbeitszeiten und möglichst auch Pausen einplanen, indem wir den Kopf wieder klar bekommen können, sei es jetzt an der frischen Luft oder Essen mit der Familie. Und Störquellen sollten wir reduzieren, sodass wir immer bei der Sache sind und wir merken, dass wir abgelenkt sind, sollten wir Pausen einplanen. Das war es von meinem Fahrplan und von mir erstmal. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne eine E-Mail schreiben oder auch über meine Facebook-Seite mich kontaktieren. Wenn das Interesse besteht, würde ich auch noch mal weiter was in der Richtung machen. Und das war's von mir. Mein lieber Martin, das war großes Kino. Ich danke dir auf jeden Fall. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich bekomme hier auf ein paar Kanälen sehr positiven Zuspruch. Freut mich. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir irgendwas zusammen organisieren. Gerne auch mit Wunschthemen, denn man kann ja auch sozusagen auf was eingehen, was gewünscht wird. Genau, auf jeden Fall. Genau, die Teilnehmer, Sie können auch jetzt natürlich gerne noch Fragen stellen, ne? Also oder den Chat nutzen und wenn Sie jetzt gerade noch was haben, was vielleicht jetzt noch sofort im Anschluss beantwortet werden könnte, dann ja, nutzen Sie die Chat-Möglichkeit. Genau. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr und sehe, wir sind 1:45 ran. Deutlich, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 Stunden insgesamt haben wir so an Zeit maximal irgendwie reserviert hier für unseren Spot. Ich würde gerne, wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt an der einen oder anderen Stelle, auf die Eingänge, hier kommt gerade vom Tim die Frage, hatten Sie schon mal eine Handelsblockade? Martin? Ja, ich habe auch mal eine längere Pause gemacht. Da habe ich mit einem kleinen Konto angefangen, Futures zu handeln und da habe ich einfach riesigen Verlust an einem Tag gehabt. Und da passt halt dann die Positionsgröße nicht. Ich habe mich sehr selbst überschätzt, habe angefangen mit der Dow Jones Future war es, 10 zu handeln, habe an einem Tag 25% Verlust meines Kontos gemacht, würde ich sagen. Und da habe ich erst ins Übertrading bin ich gekommen, habe halt gesagt, den Markt persönlich genommen, wollte das alles wieder reinholen und in eine Kampfsituation gekommen sozusagen. Und dann, die nächsten Tage konnte ich und wollte ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, dass das sozusagen eine Blockade ist, ne, dass ich da gemerkt habe, das ging mir zu nah. Ich glaube, so Handelsblockaden, da kann man eben sehr schnell reinrutschen, wenn man so eine Nummer persönlich nimmt. Ja. Und der ein oder andere neigt dann eben den Markt persönlich zu nehmen.
und sich dann ja, mit dem Markt anzulegen, ne? Und wir an der einen oder anderen Stelle dann zu viel zu nehmen, anstatt, ich sage immer, zurückhaltend und klein zu bleiben, das Risiko zu handeln, und wieder neigt der ein oder andere irgendwie mal, was ich, den Griff ins Konto zu machen. Und wenn der Markt dann nochmal Nein sagt, mit so einer großen Positionsgröße, dann presst man sich immer mehr mit dem Rücken an die Wand. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Emotionen, und irgendwann endet das auch ja, im emotionalen Chaos und wahrscheinlich auch in Blockaden. Ja. Das ist sicherlich so. Also der Situation, mir ging es halt abends sehr schlecht. Ne? Also das ist klar, wenn man viel Geld verliert, ne? Und dann wollte ich ja dieses Gefühl am nächsten Tage nicht nochmal haben. Ja, genau, richtig. Und wenn der Markt allerdings, wie gesagt, von seiner Struktur her, oder das kann man ja auch im Intraday-Handel münzen, wenn ich morgens um 9 Uhr anfange und bekomme ein Minus-Trade, dieser Minus-Trade mir aber so auf der Seele hängt, weil er mir, weiß ich nicht, zu viel Geld weggenommen hat, der Markt aber um, weiß ich nicht, um 10, um 11, um 12 oder um 15 Uhr nach einem Trade verlangt, und ich diesen aber nicht mache, weil ich eben mit dem Rücken an der Wand stehe, dann habe ich im ersten Trade schon einen Fehler eingebaut. Und diesen gilt es halt nicht einzubauen. Da sind wir beim Thema halt Geldmanagement, Positionsgrößenberechnung, Senden, was weiß ich auch, da spielen auch andere Dinge eine Rolle, aber das ist halt so, ich möchte sagen, mit den Grundsäulen. Ich möchte ganz kurz noch einmal etwas hier so reinhalten. Dieses Bild vermittelt irgendwie, ich finde das so einfach so super schick. Ohne ein klares und deutliches Regelwerk bauen sich eben starke Emotionen auf. Olli, kannst du kurz vielleicht zu deinem Bildschirm noch wechseln, weil das ist noch so, sorry. Abend zu sehen. Okay. Ja, sorry. So. Super, danke. Okay, vielen Dank. Ich wollte dieses Bild zeigen, weil dieses Bild einfach sehr viel transportiert. Ohne ein klares Regelwerk bauen sich eben starke Emotionen auf, und dann wird der Handel alles andere als differenziert und sachlich. Es endet in der Hektik, und wenn ich daraufhin dann auch keine Selbstreflexion, sprich Dokumentation, Evaluation irgendwie anlege, dann endet das ist halt ein Kreislauf irgendwie, und man sieht es schön im Sinne des Pleitegeiers. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass der Erfolg kommt mit einem festen Regelwerk, in dem man die Emotionen, soweit es geht, vor der Tür lässt. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Schrauben, an denen man drehen kann. Das Ganze macht den Handel wesentlich entspannter. Die müssen ja nicht mal vor der Tür bleiben, man braucht halt Strategien, wie man mit den Emotionen umgeht. Also, richtig. Die können die ja nicht aussperren, so, das geht ja nicht, aber die können möglichst niedrig sein, stark niedrige richtig. Emotionale Erregung, und dann gucken, wie gehe ich damit um, wenn ich denn mehrere Verluste gemacht habe. Das war es, was ich im Kern sagen wollte, dass man eben weil man keine Maschine ist, die nicht komplett aussperren kann, die Emotionen, diese dann aber zumindest, ich habe es in der Hand, wie sehr sie einen Impact auf meinen Handel darstellen. Und die Nummer habe ich halt in der Hand, und das kann ich halt steuern, und das mache ich dann halt, wie gesagt, über ein festes Regelwerk. In dem Regelwerk steht halt nicht nur, ich gehe hier und dort und da long oder short oder setze dort meinen Stop hin, was natürlich als Stichwort markttechnisch, volumenbasierter oder Order-Flow-Ansatz etc., sondern dort steht auch viel über Geldmanagement und Positionsgrößen, und da fängt eben für mich persönlich übrigens auch der heilige Gral an. Wir wissen alle, es gibt keinen heiligen Gral. Wenn es einen gibt, dann liegt der hundertprozentig aus meiner Sicht im Geldmanagement, im Positionsgrößenmanagement verborgen. Gut, es ist 10 vor 11. Ich gucke nochmal, der Matthias schreibt, große Klasse, inhaltlich sowohl von Martin als auch von Oliver Seite, absolut top, was ihr hier abgeliefert habt. Vielen Dank und liebe Grüße. Vielen Dank für das gute Feedback. Ich bin auch von meiner Seite aus durch. 2 Stunden sind wir jetzt dran. Ihr könnt mal in meine Facebook-Gruppe gehen. Da kann es sein, dass ich heute noch eine Live-Schaltung mache, so am Nachmittag. Da würde ich dann auch ähnlich wie hier meinen Bildschirm screenen
und vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar abgeben, vielleicht auch den ein oder anderen Trade, wenn die Sinnhaftigkeit gegeben ist, abfeuern. Vielleicht ergibt sich daher an der einen oder anderen Stelle noch was. Wenn nicht, nicht schlimm, wir sind ja nicht, das war es ja jetzt nicht hier für immer, wir kommen ja wieder und machen nochmal ein Webinar. Für den einen oder anderen nochmal den Hinweis, nächste Woche bin ich auf der World of Trading in der Pre-Conference. Da kann man sich sicherlich auch irgendwie noch Informationen reinholen. Sicherlich auch mal anschauen. Genau, Olli, ich hatte das ja zu Beginn gezeigt, vielleicht blende ich das nochmal eben ein. Ja, ich, okay. Genau. Wir gehen mal zu dir rüber. Ich wollte noch sagen, dass ich da sicherlich auch am Stand von CapTrader und FX Flat vorzufinden bin. Und ich habe auch noch den ein oder anderen Vortrag am Stand von Agena Trader. Dort zeige ich dann auch nochmal mein Add-on und die Möglichkeiten, die das Ganze beinhaltet, und stehe da für Fragen Gewehr bei Fuß. Von meiner Seite aus war es das und ich gebe mal an den Andreas. Super, ja, vielen Dank, Olli, vielen Dank, Martin, auch von meiner Seite. Das ist ein ganz großes Lob, also es war wirklich große Klasse, sehr, sehr interessant, auch gerade die Trading-Psychologie, die ja eine sehr, sehr große Rolle spielt, ob am Ende dann halt Verluste oder Gewinne halt zu Buche stehen. Ich finde, da sollte sich jeder mit beschäftigen, weil gerade die Emotionen ja den Handel doch sehr, sehr stark beeinflussen. Ja, zur Pre-Conference World of Trading nochmal ganz kurz. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die Informationen finden Sie ja hier auf der Homepage von CapTrader oder halt auch auf der Homepage von FXFlat. Da haben wir das Event beschrieben. Sie finden da alle Zeiten, alle Möglichkeiten, sich dort auch anzumelden. Gehen Sie einfach mal drauf bei uns auf der Homepage. 8 Uhr morgens fängt es schon an, ja. Oliver ist halt schon beim ersten Live-Trading dabei um 20 vor 9, ja, wo sich, denke ich mal, sehr viel um den DAX drehen wird. Und natürlich ist Oliver, wie er gerade auch schon gesagt hat, dann auch bei uns am Messestand zu finden. Ja, das war es auch von meiner Seite. Ich möchte Sie gar nicht jetzt lange mehr aufhalten. 2 Stunden, sehr, sehr interessantes Thema, sehr, sehr spannendes Webinar. Die Aufzeichnung des Webinars, wenn Sie sich das nochmal anschauen möchten, finden Sie dann auch zeitnah bei uns auf YouTube beziehungsweise hier unter Training Videos auf der Homepage. Und ja, dann können Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Okay, ja, dann sage ich nochmal Danke an euch. Euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und an alle Teilnehmer das Gleiche. Viel Erfolg beim Trading und bis bald. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao.